So, dann nochmal herzlich willkommen zum ESB-Tutorium, sei es vor Ort oder sei es digital. Ein letztes Mal noch für dieses Semester. Und wenn ihr letztes Mal euch die Aufzeichnung angeschaut habt oder dabei wart, habt ihr mitgekriegt, da habe ich schon mal angefangen, so ein bisschen grob die erste Hälfte des Semesters zu wiederholen. Ich habe ganz viele weitere Fragen von euch gekriegt. Das fand ich ganz toll. Ich habe versucht, so viel wie möglich unterzubringen. Ich habe keine Ahnung, ob wir mit 2 Stunden auskommen, ob es vielleicht auch 2,5 werden. Ich fürchte, ganz am Ende irgendwo werden wir dann vielleicht ein bisschen was cutten von dem, was ich sonst machen würde. Andererseits, die Themen des 12. Aufgabenblattes sind vielleicht auch noch am frischesten bei euch. Und bevor ich das am Ende vergesse, ich meine, Andreas Meder hat auch angekündigt, dass es eine Probeklausur gibt und eine Fragestunde zu dieser Probeklausur. Also insofern, alles, was dann irgendwie noch offen ist oder was ihr zwischendurch noch an Fragen dazu kriegt, löchert ihn. Ich meine, er ist der Veranstalter, er soll die Fragen auf jeden Fall ja, also er wird die Fragen beantworten können. Hoffe ich jedenfalls. Gut, dann also zu heute. Oder eigentlich vielleicht doch noch mal zurück zu einem Thema von letzter Woche. Es gab gab da nochmal eine Nachfrage zum Thema Entropie. Warum gab es da ein, gibt es da eigentlich 2 Formeln? Macht das einen Unterschied, welche man nimmt? So, jetzt könnte ich euch die kurze Antwort geben. Es macht keinen Unterschied, aber was ist denn eigentlich, was steckt dahinter? Also, wenn wir uns die Formel angucken, gab es einmal, dass wir die Summe hatten von Pi mal Logarithmus zur Basis 2 von 1 durch Pi. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Pi noch immer, dass das die Wahrscheinlichkeiten waren für ein einzelnes Ereignis. Und die zweite Formel, die man häufiger sieht, die hat ein Minus vor dem Summenzeichen. Die sieht auch fast genauso aus. Erstmal die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses mal wieder ein Logarithmus. Nur, dass der Logarithmus in dem Fall nur der Logarithmus von Pi ist. Ja, also der Unterschied ist, einmal haben wir hier 1 durch die Wahrscheinlichkeit und das andere machen wir ein Minus vor dem Summenzeichen und nur die Wahrscheinlichkeit. Wenn man sich jetzt das erste anschaut, es gibt eine Logarithmusregel, mit der kann man Brüche auseinandernehmen. Das heißt, wenn ich einen Bruch habe, dann ist das das gleiche, als wenn ich schreibe Logarithmus zur Basis 2 von 1 minus, also das, was ich oben habe, minus dem, was ich unten habe, also Logarithmus zur Basis 2 von Pi. Ja, das ist eine der Logarithmenregeln, dass ich einen Bruch auseinanderziehen kann. Habt ihr vielleicht auch in der Matheveranstaltung schon gehabt? Wenn nicht, dann kommt das sicherlich irgendwie im zweiten Semester nochmal irgendwo als Wiederholung. So, und der Logarithmus zur Basis 2 von 1 ist, ja, 2 hoch wie viel ist 1? 2 hoch 0. Also das heißt, das hier hat den Wert 0. Fällt damit weg. Und damit bleiben wir nur noch bei minus Logarithmus zur Basis 2 von Pi. Also plus natürlich hier dieses oder mal dem Pi, was ich hier oben habe. Ich habe ja jetzt gerade nur den Teil hier hinten mir angeguckt. Also minus Logarithmus zur Basis 2 von Pi. Wenn ich jetzt etwas habe, das mir ihr Minus macht, das Minus ist ja im Endeffekt eine verklausulierte minus 1 mal. Kann ich ja auch sagen. Minus 1 mal Logarithmus zur Basis 2 von Pi. So, und dann gibt es nämlich für Summenregeln oder für Summenrechnung gibt es dann noch die Regel, wenn ich die Summe habe, ich schreibe das jetzt mal ein bisschen ohne die Indizes, also Summe habe von einer Konstanten mal so einem Lauf, so einer Laufvariable, dann kann ich daraus auch machen, die Konstante vor die Summe ziehen und dann
in der Summe quasi dann nur noch alles, was irgendwie hier von meinem i abhängt. Und das ist dann nämlich genau das, was hier mit dem Minus passiert ist. Wie gesagt, das ist ja im Endeffekt ein mal minus 1. Oder man kann es als mal minus 1 umschreiben. Und ich hatte meine Summe hier mit dem pi mal minus 1 mal den Logarithmus zur Basis 2 von pi. Also ich habe das jetzt nur wieder hier oben in die Ursprungsformel eingesetzt. Und dann habe ich mit minus 1 eine Konstante und deswegen kann ich sagen, statt dem minus 1 mache ich mal minus 1 vor oder mache dann nicht mal minus, sondern minus 1 mal meine Summe. Na, was gehört dann alles zusammen? Und statt mal minus 1 kann man dann auch minus die Summe schreiben. Und jetzt seht ihr, dass wir im Endeffekt hier bei der rechten Formel angekommen sind. Dementsprechend beide Formeln äquivalent und das ist einfach nur eine Umformung. Manchmal ist mit der einen einfacher zu rechnen, manchmal mit der anderen. Ja. Genau. Merkt euch mindestens eine. Das wäre sicherlich sinnvoll, weil es kann gut sein, dass keine von beiden irgendwie euch vorgegeben wird und da solltet ihr wenigstens eine können. Gut. Das zu der Nachfrage. Dann würde ich sagen, was ich letzte Woche schon angeteasert hatte, wir hatten ja manchmal so Aufgaben, wo wir uns mit KV-Diagrammen und Funktionstabellen und DNF, also disjunktiver Normalform und KNF, also konjunktiver Normalform beschäftigt haben. Das tun wir heute auch mal beispielhaft. Und zwar folgende Aufgabe. Wir gucken uns einmal an. Es gibt eine Zutrittskontrolle. Diese Zutrittskontrolle soll nach folgendem Schema agieren bei der Kartenprüfung. X0, der Kartenbesitzer ist Mitarbeiter der Firma. X1, es liegt beim Kartenbesitzer, also das sind, ne, X Eingangsvariablen. Es liegt beim Kartenbesitzer kein aktuelles Projekt vor, an dem gearbeitet wird. X2, Kartenbesitzer ist externer Dienstleister und X3, das System ist im Wartungsmodus. So, und der Zutritt soll erlaubt werden, wenn der Kartenbesitzer Mitarbeiter der Firma ist oder der Kartenbesitzer ist externer Dienstleister und es ist nicht so, dass bei ihm kein aktuelles Projekt vorliegt. Da soll am Ende, ganz am Ende, eine Schaltung der DNF rauskommen. Aber dafür müssen wir ja ein paar Schritte davor machen. So, jetzt habt ihr schon geschrieben, Funktionstabelle wäre das erste. Was wären denn die Spaltenköpfe meiner Funktionstabelle? Also was, wenn ich jetzt eine Funktionstabelle aufstelle, was steht jetzt über den Spalten alles? Was könnt ihr mir sagen? Entweder im Chat oder halt auch gerne hier vor Ort, je nachdem. Was gehört alles in die Funktionstabelle? Na, quasi das, was über dem Bruch, oder über dem Strich steht. Wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Beschreibung des Ganzen. Versucht euch mal daran zu erinnern, was wir in den Funktionstabellen drin haben. Ja? Genau, also wir brauchen X0, 1, 2, 3. Richtig, das sind ja unsere Eingangsvariablen. Das heißt, bei einer Funktionstabelle haben wir immer auf der einen Seite die Eingangsvariablen auf jeden Fall und wir haben auch das richtig auf der anderen Seite die Ausgänge. Da uns hier nur interessiert, ob der Zutritt erlaubt wird oder nicht, haben wir quasi nur einen Ausgang. Also entweder ist halt, gut, das ist jetzt hier nicht definiert, aber ich würde es halt sagen, Zutritt erlaubt heißt halt 1. Das heißt, die Person, die die Karte an die Kontrolle hält, darf durch. Würde also heißen, wir haben quasi diese fünf Sachen als Header.
x3, x2, x1, x0 und ja, in dem Fall dann halt f oder wie auch immer der Ausgang heißt. Es kann auch, guckt in den Aufgaben, kann man auch anders heißen, der Ausgang. Und wenn die Eingangsvariablen jetzt nicht x0 oder so heißen, sondern sie heißen a0 oder b0 oder abc, dann heißen sie halt so. Das wäre das Gleiche, einfach nur entsprechend die Header des Ganzen. Wenn wir die Tabelle jetzt ausfüllen wollen, wie gehen wir dabei vor? Genau, wir müssen einmal quasi, wir zählen binär durch. Wir fangen mit 0 an und bis dann zum höchsten. Jetzt mal gucken, ob ich. Ich habe das einmal vorausgefüllt. Sieht nicht hübsch aus, aber ich hoffe, ihr könnt es lesen. Im Endeffekt hier natürlich noch führende Nullen davor. Damit man das Hochzählen besser sieht, habe ich die jetzt weggelassen. Also wir fangen bei 0 an, also 0, 0, 0, 0, 4 mal 0 wäre das und gehen bis 1, 1, 1, 1 durch. Und dann müssen wir halt eben gucken, wann dürfen wir denn eine einschreiben, wann wird quasi in dem Fall hier der Zutritt erlaubt. Wir haben hier die Bedingung, der Kartenbesitzer ist Mitarbeiter der Firma oder der Kartenbesitzer ist externer Dienstleister und es ist nicht so, dass bei ihm kein aktuelles Projekt vorliegt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Könnt ihr vielleicht schon sehen, wo ich ganz schnell schon Einsen eintragen kann? Aufgrund der Bedingungen, wo was erlaubt ist. Genau, hier im Chat, überall wo x0 den Wert 1 hat. Ja, x0 ist ja Kartenbesitzer, ist Mitarbeiter der Firma und dann ist auf jeden Fall der Zutritt erlaubt. Das heißt, überall wo x0 den Wert 1 hat, kann ich schon eine 1 eintragen und das heißt, dass ich mich damit auch nicht weiter beschäftigen muss. Ja, das heißt, sucht euch bei sowas immer die einfachsten Fälle raus, die ihr schnell findet, und dann guckt irgendwie beim nächsten Fall weiter, wie ihr die dann berücksichtigt. Jetzt müssen wir nämlich nur noch die Hälfte angucken. So, jetzt so ein bisschen das Auseinandernehmen. Externer Dienstleister ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, es ist nicht so, dass bei ihm kein aktuelles Projekt vorliegt. So, das mit dem aktuellen Projekt haben wir hier oben. Wenn kein aktuelles Projekt vorliegt, dann ist x1 hat den Wert 1. Es darf jetzt aber nicht so sein, dass kein aktuelles Projekt vorliegt. Ja. Das heißt, welchen Wert muss dann x1 haben, damit er durchgelassen wird? Genau. Der Chat ist heute richtig schnell. Nicht x1 muss es sein. Also wir haben hier die Bedingung, kein aktuelles Projekt, aber es darf ja genau nicht so sein. Das soll nicht wahr sein. Das heißt, wir haben nicht x1. Und dann natürlich dazu die Bedingung externer Dienstleister. Das ist dann x2. Das heißt, insgesamt haben wir x2 und nicht x1. So, das heißt, ich kann überall, wo x2 0 ist, brauche ich schon gar nicht gucken. Und dann habe ich hier x2 ist 1. Was hatte ich gesagt? Das andere x1 muss 0 sein. Das heißt, hier würde ich eine 1 eintragen. Hier ist 1 und 1, hier nicht, ne, weil x1 hier den Wert 1 hat. Dann gucke ich hier runter. x2 hat den Wert 0, den brauche ich ja gar nicht. Ich kann erstmal durchgehen. Überall, wo x2 den Wert 1 hat, gucke ich überhaupt nur. Hier ist nochmal x1 den Wert 0. Das heißt, da kriegt auch wieder eine 1. Und hier ist x1 den Wert 1. Das darf nicht sein, dann eine 0. Und jetzt habe ich noch ein paar Sachen offen. Und da kann ich dann entsprechend einfach mit Nullen das Ganze ausfüllen. Damit habe ich dann meine Funktionstabelle. Und der nächste Schritt wäre dann welcher, wenn ich die Funktionstabelle habe? Ja, KV-Diagramm, genau. KV-Diagramm, das heißt, da
Gucken wir mal. So, die Aufgabe schön und gut, brauchen wir eigentlich nicht. Ach, jetzt habe ich da oben noch reingeschrieben. Naja, gut, ist dann so. Ein KV-Diagramm besteht aus 4x4 Feldern in der Regel, zumindest wenn wir vier Variablen haben. Wenn es weniger sind, dann wird es ja auch weniger. Okay, seid mir nicht böse, das mache ich nochmal größer. Das wird uns sonst gleich ärgern. Machen wir es groß. Machen wir es richtig groß. So, und dann haben wir die Beschriftung am KV-Diagramm. Das sind unsere Variablen, also x3, x2, x1 und x0. Und wir müssen unsere Zeilen und Spalten beschriften. Und wir erinnern uns, dass wir da darauf achten, auf eine Sache, ne? Thema Einschrittigkeit. Wir zählen quasi einschrittig durch. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Das gilt sowohl für Zeilen als auch für Spalten. So, jetzt können wir ja, weil wir mit den Variablenbelegungen wissen, welches Feld zu welchen Variablenbelegungen gehört, können wir uns ja mal einfach mal irgendeins raussuchen. Und ich nehme mal das hier. Dritte Zeile, zweite Spalte. Welcher Wert muss da eingetragen werden? Das ist eine 1, genau. Das ist ja 1, 1, 0, 1 von der Variablenbelegung. Das ist die Zeile hier. Und damit übertragen wir das Ganze. Das mache ich mit allen anderen Zeilen auch. Wie man da vorgeht. Man kann zum Beispiel gucken, dass man irgendwie, wenn man nur sehr wenig Nullen oder nur sehr wenig Einsen hat, dass man die einträgt. Oder man versucht sich zu merken, dass man von oben nach unten einträgt. Ich kann ja theoretisch die Zeilen hier durchgehen. Ja, also erste Zeile, dann habe ich die zweite Zeile. Dann muss ich aufpassen, dass ich quasi zwei nach vorne springe wegen dem Durchzählen und einen wieder zurück. Und dann würde ich jetzt mit der fünften weitermachen. Und so kann ich dann alles ausfüllen. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt die Fragen gerne dann direkt, weil sonst gehe ich halt weiter, weil wir halt sehr viele Themen haben. So, ein ausgefülltes KV-Diagramm. Und dann, wo hatten wir unsere Aufgabe? Gut, kann man nicht mehr ganz sehen. DNF und KNF. Fangen wir mal an mit der DNF. Was muss ich machen, um aus meinem KV-Diagramm zur DNF zu kommen? Ja? Schleifen, genau. Und um was? Um was muss ich die schleifen? DNF. Ja, eine 50-50-Chance. Ja. Also DNF, das war das, wo wir die Einsen machen. Ja, genau, ich sage, wie gesagt, 50-50-Chance. Alles gut, besser jetzt. Ne? Besser jetzt einmal falsch als in der Klausur. Finde ich besser. Also ich will ja, dass ihr die Punkte macht. Und insofern, also DNF ist das, wo wir die Einsen mitschleifen. Einkreisen. Genau, seht ihr Schleifen? Also habt ihr Vorschläge, was wir als Schleife einkreisen können?
Ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, meintest du die Schleife hier? Genau. Das ist eine Schleife, richtig. Und genau, bei x, da wo x0 den Wert 1 hat, hier in der Mitte die beiden Spalten, das wäre eine Achterschleife, die wir machen können. Genau, wir erinnern uns, Einsen dürfen hierfür oder auch dann bei der KNF dann die Nullen dürfen wiederverwendet werden, wenn wir dann die Möglichkeit haben, dadurch größere Schleifen zu bilden. Aber die Schleifen müssen eine Bedingung erfüllen. Sie müssen die Größe von Zweierpotenzen haben. Das heißt 2, 4, 8, 16. Das ist erlaubt oder halt eine Einserschleife, wenn wir irgendwas gar nicht unterbringen können. Aber keine Sechserschleife. Immer merken, nur die Größe von Zweierpotenzen ist erlaubt. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass dann nur dann auch die Minimierung auch wirklich funktioniert. Wenn man eine Sechserschleife machen würde an der Stelle, könnte man ja überlegen, das einzukreisen, dann kann man nicht so optimal minimieren, wie es jetzt möglich ist. Okay. Dann wollen wir noch mal gucken, die DNF auch aufzuschreiben. Das heißt, wenn ich alle Einsen irgendwie abgefrühstückt habe, im schlimmsten Fall halt tatsächlich irgendwo eine Einzelstehende, die ich nicht verbinden kann, als einzelne Schleife, dann kann ich die Terme daraus ablesen. Bei der DNF war das noch relativ einfach. Da kann ich das mit Hilfe der Zeilen- und Spaltenbeschriftung lesen. Und hat jemand einen Vorschlag, wie die große rote Schleife, wie die heißt? Welcher Term dahinter steckt? Wie bitte? X0. Okay, gucken wir mal. Okay, der Chat ist schon. Ja, genau. Also, alles, wo beide Varianten von Variablenbelegung drin sind, fällt ja weg. Das heißt, hier bei x3 haben wir sowohl Nullen als auch Einsen drin, fällt weg. Bei x2 haben wir Nullen als auch Einsen drin, fällt weg. Bei x1 haben wir sowohl hier 0 als auch 1 als Belegung drin, fällt weg. Und damit bleibt als einzigstes hier x0 gleich 1 über. Das heißt, die große rote Schleife lässt sich tatsächlich auf x0 reduzieren. Und die kleine blaue Schleife. Ja, genau, im Chat sehe ich schon. Also x2 und nicht x1. Gucken wir uns das nochmal an. Wir haben bei x3 beide Variablenbelegungen drin, fällt weg. x2 hat immer den Wert 1, ist deswegen als normal da drin. Dann haben wir die Negation von x1, weil das hier mit 0 drin ist. Und ja, x0 fällt raus, weil es mit 0 und 1 ist. Das heißt, wir haben x2 und nicht x1. Und der Hinweis aus dem Chat, genau, das Verbindungsstück fehlt uns noch. Wir haben ein Oder dazwischen. Das machen wir mal in einer anderen Farbe, dass das sauber getrennt ist. Ein Oder dazwischen. Es ist ja die disjunktive Normalform. Das heißt, auf oberster, höchster Ebene ist es disjunkt, weiter auseinander und das, was weiter auseinander ist oder nicht so eng bindet, ist halt das Oder im Gegensatz zum Und. Das heißt, auf oberster Termebene ist dann das Oder beim DNF und innerhalb der Terme wird es dann Und verbunden und ihr erinnert euch, Und können wir auch weglassen aufgrund der höheren Bindung und der stärkeren Bindung. Genau, damit haben wir die DNF. Jetzt das Ganze einmal. Als KNF. Was müssen wir jetzt bei der KNF machen? Bei der KNF
Eben haben wir ja die Einsen eingekreist, jetzt müssen wir die Nullen einkreisen. Und insofern sagt mir doch gerne mal, welche Schleifen wir jetzt machen können. Eine Spezialität gibt es hier. Wir können etwas ausnutzen, was wir eben nicht gebraucht haben, aber was eben für das KV-Diagramm eine Besonderheit dann ist. Ja? Ja, genau. Also wir können gucken, dass wir das dann, wenn wir rausgehen an einer Stelle, also zum Beispiel, wenn wir unten rausgehen, können wir es auch mit oben verbinden. Und genau, richtig erkannt, tatsächlich funktioniert das sogar über alle vier Ecken. Also genauso wie wir oben und unten rausgehen können und jeweils rauskommen, können wir auch ja links rausgehen und re rechts wieder reinkommen. Das Ganze können wir oben rechts auch machen, mit oben links. Und wir können aber auch oben rechts rausgehen und unten rechts wieder reinkommen. Und dementsprechend gibt es tatsächlich die Möglichkeit, eine Schleife über alle Ecken zu machen. Tatsächlich etwas, wenn das vorkommen sollte, was man nicht immer so schnell sieht. Wobei, jetzt seht ihr es wahrscheinlich, weil jetzt haben wir darüber gesprochen. Und natürlich überschneidet sich jetzt hier rechts das Ganze mit der Spalte. Das ist ja das Zweite, was wir machen können. Wir haben ja hier noch die zwei Nullen, die wir als ganze Spalte mit einkreisen können. Aber wir versuchen halt immer, möglichst große Schleifen zu bilden und dann halt gegebenenfalls auszunutzen, dass wir solche Werte haben. Genau, bevor wir ablesen oder anfangen abzulesen, eine Sache. Es kann ja manchmal auch sein, dass wir eine Aufgabe haben, wo es heißt, für irgendwas ist es nicht definiert oder ist es egal. Ihr erinnert euch vielleicht, dass es sowas gab wie Don't Care Sternchen. Ja, das wäre dann halt sowas wie, wenn man sagt, dass nur bis hier irgendwie was definiert ist, hier unten. Keine Ahnung, denkt euch irgendwas aus, das sind irgendwelche Servicewerte oder einfach nicht gebrauchte Werte. Dann könnte es ja sein, dass ihr entsprechend statt 0 und 1 ein Sternchen einträgt als Ergebnis und dann auch entsprechend ins KV-Diagramm einen Stern eintragen würdet. Und einen Stern könnt ihr immer überlegen, ob ihr es nehmt oder nicht nehmt. Wenn es euch hilft, eine größere Schleife zu malen, dann nehmt ihr das Sternchen mit rein. Und wenn es eigentlich nicht hilft, dann lasst ihr es draußen und ihr braucht es auch nicht in eine Schleife haben. Das ist eben das Don't Care Sternchen. Das könnt ihr nutzen, braucht es aber nicht. Gilt sowohl für DNF als auch für KNF. So, jetzt haben wir aber unsere KNF. Und ich sagte ja schon, wir müssen da beim Ablesen ein bisschen aufpassen. Denn dadurch, dass wir jetzt nicht Nullen, nicht Einsen, sondern Nullen eingekreist haben, ist die Zeilen- und Spaltenbeschriftung quasi einmal invertiert abzulesen. Das heißt, da wo ich jetzt eben gesagt hätte, das wäre sowas wie ein X2, ist es jetzt halt ein Nicht-X2. Und umgekehrt, da wo es eben ein Nicht-X2 gewesen wäre bei der DNF, muss ich es jetzt halt als X2 ablesen. Ja, fangen wir mal an mit der blauen Schleife ganz rechts. Kann mir jemand sagen, wie die sich nennt? Wie würde ich das beschreiben? Vom Grundsatz her wieder gucken, welche Variablenbelegungen sind quasi mit 0 und 1 drin, welche Variablen fallen dadurch weg. Und wir haben, genau, wir haben X3 und X2 hier sind jeweils mit 0 und 1 drin, richtig? Deswegen fallen die weg. Bei x1 habe ich hier den Wert 1 stehen. Das heißt, ich hätte normal eben x1 geschrieben. Das habe ich ja schon gesagt. Das muss ich hier bei der KNF invertieren. Das heißt, ich schreibe nicht x1. Und x0 hat den Wert 0. Das heißt, ich würde hier x0 schreiben. Die KNF auf oberster Ebene, höchster Ebene, konjunktive Normalform. Das heißt, das war das, was dann enger verbunden ist. Also das AND auf höchster Ebene heißt, dass ich meine Terme mit einem Oder verbinde. Das muss ich natürlich jetzt auch noch einmal da reinsetzen, weil sonst sehe ich das ja nicht. Du denkst gerade über eine Frage nach? Nee. Okay. Gut.
Genau, und dann noch die Ecken einmal, wenn wir uns das angucken. Wir haben bei x3 haben wir 0 und 1 drin, bei x2 haben wir 0 drin, also negiert. Ich hätte jetzt das normal negiert eingetragen, aber da ich die KNF habe, negiere ich ja die Negation, also habe ich es wieder nicht negiert. Und bei meinen Spalten x1 habe ich mit dem Wert 0 und 1 drin. Also hier ist die 0 davon, die 0 und die 1, also fällt raus. Und x0 habe ich mit 1 und. Nee, mit 0. Man sieht es nicht mehr so wirklich. Also x0 habe ich mit 0 und 0 drin. Das heißt, ich habe ein oder x0. So, das gehört hier nicht mehr hin. Das ist noch von vorhin. Das heißt, meine KNF von den Schleifen ist nicht x1 oder x0 und zweiter Term x2 oder x0. Genau, das soweit zum Thema DNF, KNF erstmal ablesen. Wenn, ja, dann mache ich weiter. Wie gesagt, wenn ich sonst zu schnell bin oder so, dann stopp mich, stellt Fragen. Ich springe auch zurück. Wir haben eben die DNF uns rausgeholt. Und die Aufgabe war ja irgendwo, doch nicht lesbar, die Schaltung für die DNF zu machen. Das kann ja auch Teil einer solchen komplexen Aufgabe sein. Also es kann man, ist relativ typische Klausuraufgabe, dass man halt irgendwie so einen Text hat, daraus eine Funktionstabelle macht, KV-Diagramm erstellt, DNF und oder KNF und dann für eins von beiden vielleicht sogar auch noch eine Schaltung dafür machen soll. Vielleicht kommt ihr auch um die Schaltung rum, je nachdem, was in der Klausur gemacht wird. Also, wir machen das jetzt für die DNF gleich. Ich mache mal ein bisschen Platz. Hier dann noch weg. So. Also, Spaltung. Orientieren sich, auch wenn ihr die in der Klausur machen sollt, orientieren sich im Endeffekt am Hades, also an dem Simulator. Und nee, das hat nichts mit der Riet-Müller-Form zu tun. Es könnte natürlich, das gibt es teilweise auch, die Aufgabe, dass man eine algebraische Gleichung in ein, also sowas wie das hier, dass man das in eine Riet-Müller-Form bringen soll. Das haben wir letzte Woche gemacht. Das würde ich jetzt nicht auch nochmal wiederholen, weil wir das letzte Mal durchgesprochen haben. Dann bitte dann gerne nochmal die Aufzeichnung gucken. Nee, alles gut. Deswegen gibt es eine Aufzeichnung. Kannst du dann gucken. So, das heißt, wenn wir eine Schaltung machen wollen, was immer sinnvoll ist anzufangen, ist sich anzugucken, was habe ich an Eingängen? Und das waren ja diese komischen Flaggen, wo man im Endeffekt, also wenn man es Hades jetzt richtig hat, ist dieser Kreis ist ja dann der Punkt, ob dann der Wert, der Eingang gerade aktiv oder nicht aktiv ist. Kann mit der Maus die Flaggen nicht ganz so gut malen, aber ihr werdet sicherlich erkennen. Und was ich auf jeden Fall weiß, was ich ja irgendwie habe, ich habe nicht nur Eingänge, ich habe auch Ausgänge oder in dem Fall einen Ausgang. Und ich glaube, den hatten wir F genannt vorhin. So, aber was kommt jetzt dazwischen? Was brauchen wir? Wer kann mir sagen, welche Schaltsymbole oder Schaltgatter brauche ich, um diese DNF umzusetzen? Gibt verschiedene Schaltsymbole. Welche brauche ich, um das umsetzen zu können? Okay. Inverter, AND und OR-Gatter. Genau. Wir haben hier eine Negation. Eine Negation würde für uns heißen, dass wir den Eingang irgendwo negieren. Das lässt sich am einfachsten über Inverter machen. Das heißt, wenn ich hier mein x1 habe,
Dieses Inverter-Symbol war ein Dreieck mit einem Kreis dran. Kann ich meinen Eingang hier reingehen lassen und habe dann an der Stelle hier auf der Leitung jetzt mein negiertes X1. So, dann ein AND und ein OR-Gatter. Genau, wir haben einmal ja den blauen Term aus der Schleife, da ist mit AND verbunden, also X2 und nicht X1. Das Nicht-X1 habe ich gerade hier. X2 ist im Endeffekt direkt das, was ich hier als Eingang bekomme. Wie sah denn das UND-Gatter aus? Wie sah denn das grob aus? Ja, genau. Im Chat einfach eingetippt. Ein D oder ein Halbkreis. Also, das ist eben einfach, ihr müsst ja schauen, dass ihr unterscheiden könnt. Wie sieht das eine aus, wie sieht das andere aus? Das UND-Gatter ist ein D oder Halbkreis. Und ich kann jetzt mein negiertes X1 da als Eingang reinsetzen und ich kann mein X2 da als Eingang reinsetzen und habe am Ausgang jetzt tatsächlich dann schon damit den Term hier anliegen, den blauen Term. So. Zusätzlich brauche ich noch, das hattet ihr auch schon richtig gesagt, brauche ich ein Odergatter. Das sieht ja so ein bisschen aus wie, ja, ich weiß nicht, so eine Steinspitze von einem Steinzeitspeer oder sowas. Irgendwie so pfeilartig. Und was brauche ich dazu? X0 brauche ich dazu. Das heißt, ich brauche den Eingang, den Ausgang und den hier, also diese beiden Leitungen. Jetzt versuche ich mal, diese Pfeilspitze so halbwegs gut zu malen. Oh, das ging sogar heute. Füge da das hinzu. Also hier in dem Fall trennt es sich sehr schön, dass ich hier quasi die beiden Schleifentherme da reinfüge. Und au der Ausgang aus dem Odergatter ist dann ja quasi auch das, was mein Gesamtausgang ist. Und dementsprechend kommt das in den Ausgang F dann rein. Genau. Schaut euch nochmal an. Es gab dann ja noch so einige Spezifika, also dass ich dann nicht nur ein Oder hatte. Ich konnte dann ja auch noch so Dinge machen, dass ich hier ein XOR hatte, also ein Exklusiv-Oder. Ich kann, wenn ich am Ausgang des Gatters einen Kreis ransetze, dann steht das für die Negation. Also dann habe ich nicht ein And, sondern ein NAND. Das Ganze kann ich auch mit dem NOR machen. Prinzipiell kann ich auch, also rein prinzipiell kann ich auch einen Eingang negieren, direkt am Gatter. Würde ich euch aber in den Zeichnungen eher nicht empfehlen. Ich würde empfehlen, es eher, wenn es nicht irgendwie anders beschrieben wurde, es eher mit einem Inverter zu lösen, weil das deutlicher ist und dann nicht irgendwie eventuell übersehen werden kann. Also damit könnt ihr selber den Überblick besser behalten und auch die Korrekteure. Aber nur für den Fall, dass aus irgendeinem Grund jemand euch eine Aufgabe stellen sollte und so witzig ist, dass irgendwie ein Eingang negiert wird am Gatter, wisst ihr auch jetzt hoffentlich, dass es das auch gibt. Das würde einfach bedeuten, wenn ich das jetzt so machen würde, würde ich hier nicht X3 an dem Schaltgatter haben. So, aber es gehört ja nicht zu den normalen. Fehlt noch was? Nee, eigentlich geht das. Schaltung, gerade auch in der Klausur, achtet darauf, sauber zu zeichnen. Insbesondere irgendwie auch Kreuzungen, also hier irgendwo so schräg, diagonal was zu malen, ist eigentlich nicht so gerne gesehen, weil die Konvention ist, gerade, also Schaltungslinien einfach als gerade Linien auch zu zeichnen. Und dann eher eine Ecke reinzumachen, wie ich es gemacht habe. Dass man das per Hand nicht immer 100% perfekt malen kann, wenn man kein Lineal vielleicht zur Hand hat, ist okay. Aber halt versucht es halbwegs gut zu machen. Und auch für den Fall, dass ihr eventuell feststellt, ihr müsst eine Leitung überspringen, erinnert ihr euch vielleicht daran, dass es dann die Möglichkeit gab, ne, wenn ich hier rüber muss über diese Leitung und sie sollen sich nicht verbinden, kann ich so quasi drüber hüpfen. Auf die Art und Weise klar machen, das sind zwei voneinander getrennte Leitungen und das Gegenstück wäre, wenn ich
das direkt übereinander male und dann am besten hier auch noch so einen Kreuzungspunkt drauf setze. Damit sind die Leitungen dann auch als verbunden markiert. Okay. Soweit, so gut. Dann nächstes Thema. Wir, oder habe ich irgendwas vergessen? Nee, doch, habe alles, glaube ich. Bei diesen ganzen Textaufgaben, also jetzt habe ich in dem Fall, bin ich ja direkt von der Textaufgabe in eine Funktionstabelle gegangen. Ich könnte währenddessen aber auch die Aufgabe gehabt haben, ich soll ein Zustandsdiagramm malen oder ein Zustandsdiagramm bekommen und ich soll mit diesem Zustandsdiagramm weiterarbeiten. Wir machen jetzt gerade mal den letzten Fall und am Ende, wenn ich es nicht vergesse, gehe ich dann nochmal auf den umgekehrten Fall ein. Dafür nehmen wir uns diesen Ausschnitt aus einem Zustandsdiagramm. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade einen Zustand. Der hat einen Zustandsübergang in sich selber und einen Zustandsübergang irgendwo in den Rest des Zustandsdiagramms. Das habe ich jetzt weggelassen, da wir uns da für die Besprechung uns der Teil hier reicht. Es gab zwei Arten von Zustandsdiagramm. Wer kann mir sagen, welches wir hier vorliegen haben und warum? Ich habe hier schon, oder auch im Chat hat schon einige Vorschläge gemacht. Wir haben einen Mili, aber warum, ja? Warum? Also wir haben, ja, der Zustand ist immer vom X abhängig, aber der Ausgang ist wichtig oder anders. Genau, der Unterschied ist mit dem Ausgang zusammen. Wir haben hier die Ausgabe, klassischerweise ja meistens irgendwie mit Y bezeichnet. Die Ausgabe ist in dem Fall vom Eingang abhängig. Das ist der Punkt bei Mili. Also nicht nur vom Zustand, den müssen wir natürlich auch wissen. Wir müssen wissen, wo wir im Zustandsdiagramm gerade sind. Aber wir müssen auch wissen, wie ist unser Eingang. Weil je nachdem, ob ich dann jetzt hier beispielsweise den Eingang X1 habe oder ob ich ihn nicht X1 habe, kann ich andere Ausgänge haben. Sind hier die gleichen, wenn das jetzt irgendwer sagt, ja, aber es könnten andere sein. Das heißt, bei Mili ist die Ausgabe abhängig von aktuellem Zustand und meinem Eingang. Klassischerweise sieht man daher meistens bei einem Mili-Diagramm, erkennt man es daran, dass die Ausgaben, also die Ausgangswerte, an den Zustandsübergängen stehen. Das andere, was es ja gibt, das war Moore. Und wenn wir jetzt das gleiche Diagramm, das in dem Fall lässt sich relativ einfach überführen aufgrund der Ausgänge, aber wenn wir mehr oder weniger das gleiche Diagramm machen würden mit Moore, dann hätte ich hier zum einen auch meinen Zustandsnamen mit Zustandskodierung. Und dann meistens irgendwie unter so einem Strich stehen dann meine Ausgänge im Zustand drin. Also Y1 gleich 0, Y1 gleich 1 zum Beispiel. Und dann kann ich trotzdem die gleichen Übergänge haben, also ein Nicht-X1, beziehungsweise für X1 gehe ich dann hier in irgendeinen anderen Teil. So, wer jetzt ganz pfiffig ist, wird natürlich sagen, aber es ist ja nicht hundertprozentig das Gleiche. Ja, wenn man gucken will, natürlich, die Ausgaben ändern sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also hier würde sich die Ausgabe ändern, wenn ich in dem anderen Zustand drin bin bei Moore. Das schreibe ich vielleicht auch nochmal dazu, wenn ich das schon sage. Moore und Mili. Und bei Mili würde sich schon während des Zustandsübergangs, ich glaube, Mili war mit EA, ne?
Bei Mili würde sich schon während des Zustandsübergangs würde sich die Ausgabe ändern. Das ist aber nochmal so ein Bruchteil von Takten, was eh schon ein Bruchteil von irgendwo so einer Sekunde ist, dass das fast ähnlich ist. Aber nur fast. Also, ne, wer ganz klug scheißen will irgendwo, der wird halt sagen, ja, aber. Und hat damit recht. Genau, grundsätzlich lassen dementsprechend mit mehr oder weniger Aufwand sich damit auch Mili in Mur und Mur in Mili überführen. Also Mur Richtung Mili finde ich immer ein bisschen angenehmer als andersrum. Aber grundsätzlich ist es möglich. Gegebenenfalls muss man halt weitere Zustände hinzufügen. Und insofern ist es halt eine Frage der Absprachen. Also falls man es in irgendeinem Projekt oder so irgendwo verwenden würde, wäre es halt eine Abfrage der Absprache, was benutzt man. Wichtig ist, dass man sich vorher vielleicht einigt. So, wenn ich jetzt ein Zustandsdiagramm habe, dann kann ich da verschiedene Funktionen auch eventuell rauslesen wollen. Da gab es zwei verschiedene. Das eine war Delta und das andere war Lambda. Wisst ihr noch, was ist? Was ist Delta? Was ist Lambda? Also, genau, Delta ist die Übergangsfunktion oder Zustandsübergangsfunktion. Also manchmal kennt man ja auch Delta irgendwie aus anderen Zusammenhängen. Delta ist der Unterschied zwischen etwas. Also deswegen Delta, das geht wirklich, das ist die Übergangsfunktion. Da betrachten wir immer den aktuellen Zustand und den Folgezustand. Also mit der Übergangsfunktion wollen wir herausfinden, was ist unser Folgezustand. Das heißt für uns auch, dass in dieser Tabelle, wenn ich die Spaltenheader mir anschaue, habe ich einmal meine Zustandskodierung des aktuellen Zustands. Und was muss ich wissen, wo ich in welchen Folgezustand gehe? Ich muss ja auch mal wissen, wie ist meine Eingabe, weil die beeinflusst ja immer, wo ich hingehe, egal ob Mili oder Mur. Also es ist ja immer von der Eingabe abhängig, ob ich zum Beispiel wieder in den gleichen Zustand zurückgehe oder ob ich in Zustand weitergehe. Das heißt, ich habe außer der Zustandskodierung auch alle meine Eingänge dabei, die den Zustandsübergang beeinflussen. In dem Fall wäre das jetzt X1. Und meine für die Ausgabe würde ich dann rauskriegen, was mein Folgezustand ist. Das wird dann meistens mit Z1 plus Z0 plus geschrieben. Also eben den Plus dann dazu oben. Das also die Übergangsfunktion. Ja, das heißt, wenn ich jetzt ausfüllen soll, würde ich halt gucken, für alle meine Zustände, alle meine Zustandskodierung nehmen, das Ganze zusammen mit all den möglichen Variablenbelegungen, die ich habe, durchspielen und dann für alle Fälle gucken, wo ich dann jeweils in welchem Folgezustand lade. Das heißt, ich würde jetzt lande. Das heißt, wenn ich jetzt mir den Zustandsübergangsfall hier links angucke, da würde ich ja aus dem Zustand mit der Kodierung 00 kommen, hätte nicht x1, also x1 hätte den Wert 0 und ich würde dann im Folgezustand 00 landen. Wenn ich jetzt diesen Übergang mir angucke, würde ich im gleichen Zustand starten, würde den Zustandsübergang auslösen bei x1 und jetzt habe ich hier nichts geschrieben, aber wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Zustandskodierung 01 wäre hier, dann würde ich hier 01 entsprechend in den Ausgängen haben. Das ist die Übergangsfunktion. So, und das zweite war die Ausgangsfunktion. Die Ausgangsfunktion beschreibt mir also, für mein, ja, was, wenn ich bestimmten Zustand habe, was für Ausgänge habe ich dann? Und da hängt es dann davon ab, ob ich Mili oder Mur als Zustandsdiagramm habe.
Im einfachen Fall habe ich Moore. Da hängt ja meine Ausgabe nur vom aktuellen Zustand ab. Das heißt, hier würde ich als Spaltenköpfe Z1, Z0 machen. Und Ausgang wäre dann, wir haben hier Y1, jetzt beides Y1 geschrieben, das ist ja auch schön. Das sollte 0 sein. Ausgänge Y1, Y0. Ne, weil bei Moore hängt ja meine Ausgabe nur vom aktuellen Zustand ab. Das heißt, um meine Ausgangstabelle für Moore auszufüllen, muss ich nur wissen, in welchem Zustand bin ich jetzt gerade. Würde dann auch alle Zustände durchgehen und dann kann ich das entsprechend hier eintragen. Wenn ich jetzt bei Mili bin, dann muss ich ja auch meine Eingabewerte berücksichtigen. Das heißt, ich hätte meinen aktuellen Zustand und die Eingangswerte, die die Zustandsübergänge beeinflussen. Und davon abhängig kann ich dann erst sagen, was sind denn meine Ausgänge? Würde dann halt ähnlich wie hier oben bei Delta, würde ich jeden Zustand nehmen mit jeder Eingangsbelegung dazu und dann halt entsprechend ausfüllen, was sind dann für die Fälle jeweils meine Ausgänge. So, das ist der Weg von dem Zustandsdiagramm zu Übergangsfunktion oder zur Ausgangsfunktion. Und genau. Dann kann es sein, dass es dann vielleicht dann auch noch die Frage gibt, dass ich für die Übergangsfunktion vielleicht eine Minimierung machen soll. Dann ist das ähnlich, wie wir es eben hatten. Wir hatten eben ja eine Funktionstabelle. Bei der Zugangskontrollgeschichte hatten wir eine Funktionstabelle gemacht und hatten als Ausgang das F. Hier würde ich dann, wenn ich zum Beispiel die Übergangsfunktion minimieren soll, jeden Ausgang nehmen und für jeden der Ausgänge ein eigenes KV-Diagramm machen. Also wenn ich jetzt nicht nur Z1 plus Z0 plus als Ausgang hätte, sondern vielleicht hier auch noch ein, ja, und jetzt zählen wir mal Z minus 1 plus durch, also normalerweise sind Z2 plus wahrscheinlich eher, ne? Dann hätte ich nicht zwei, dann hätte ich sogar schon drei KV-Diagramme. Und würde dann jedes KV-Diagramm einzeln mit Schleifen machen und dann die Minimierung raus. Das wäre, wenn ich die Aufgabe habe, dass ich die Übergangsfunktion aufstellen soll und dann und dann eine Minimierung machen soll. Jetzt nehme ich mal ganz schnell das Z-1 weg. So, umgekehrt kann es natürlich jetzt auch sein, dass ich mit einer der Tabellen starte. Also, dass mir eine Tabelle gegeben bekommen ist. Wenn ich jetzt die Übergangsfunktion habe, dann ist das relativ einfach. Dann sehe ich quasi auf der linken Seite der Tabelle, sehe ich ja, wie viele verschiedene Zustände ich habe, weil sich ja jeder Zustand mit einer anderen Zustandskodierung sich mir zeigt. Und könnte dann gucken, wenn ich hier irgendwie vier verschiedene Zustandskodierungen habe, okay, dann weiß ich, ich habe vier verschiedene Zustände, male mir entsprechend Kreise mit Zustandsbezeichnung rein. Dann muss ich halt gucken, was habe ich noch an Eingängen und was sind dann die Folgezustände. Und ja, müsste, wenn es nicht vorgegeben ist, mir dann überlegen, ob ich das als Mili oder als Moore aufzeichne, wobei ich bei Delta ja noch keine Ausgänge habe. Sondern dann bei Lambda, wenn ich Lambda gegeben habe, dann kann ich auch was sagen über die Ausgänge. Also ne, das heißt hier im oberen Fall könnte ich sowas machen. Ich kann hier irgendwie einen tollen Graphen machen oder ein tolles Zustandsdiagramm mit irgendwelchen Übergängen. Aber ich habe keine Idee aus dem Übergangsdiagramm, wie meine Ausgänge sind. Umgekehrt, wenn ich hier mein Ausgangsdiagramm habe, dann kann ich zwar irgendwie hier sagen, okay, ich habe verschiedene Zustände und die haben alle auch irgendwie einen bestimmten Ausgang.
ich dann zum Beispiel als Moor irgendwie hier unten eintragen kann. Aber ich habe keine Ahnung über die Übergänge. Das heißt, wenn ich wirklich ein komplettes Zustandsdiagramm machen will, dann brauche ich beides. Dann brauche ich Übergangstabelle und Ausgangstabelle. Okay. Das dazu. Nächstes Thema. Und zwar gucken wir uns mal an, Binärdiagramme beziehungsweise ROBDD, also Reduced Ordered Binary Decision Diagrams. Ihr erinnert euch vielleicht erstmal grundsätzlich ein BDD. Ja. BDD war ja sowas, ne? Ich habe hier irgendwo eine Wurzel, ich gehe hier irgendwie weiter, ich gehe hier weiter, ich verteile das immer weiter. Und wenn ich das wirklich ohne irgendwie was, also ohne irgendwas auszulassen, ganz vollständig mache, dann habe ich ja einen vollständigen Binärbaum erstmal. So. Kann aber auch sein, dass hier irgendwie diese Ecke gar nicht da ist. Die Idee beim ROBDD ist jetzt nicht immer einen riesigen Baum zu haben, wo dann unten irgendwo an den Blättern steht, was ich eigentlich an Werten habe, weil sich manche Dinge da drin vielleicht wiederholen. Und deswegen gibt es da ein paar Regeln für, dass man das reduziert. Ne? Wie gesagt, heißt ja reduced auch das R. Und da gibt es zwei Sachen, die man machen soll, so lange, bis das halt nicht mehr weitergeht. Das eine ist die Elimination oder auch Teilüberbrückung, nee, nicht Teilüberbrückung, Elimination oder Überbrückung von Knoten, dessen Endpunkte identisch sind. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Teilbaum habe, ich komme zu dem X und beide Folgeknoten von X sind Y. Dann darf ich das Ganze, ja, weil die beiden, weil die Endpunkte identisch sind, dann würde ich das X weglassen und habe dann nur noch das Y über. Das ist die eine Regel. Die Elimination oder Überbrückung. Im Endeffekt geht es darum, unnötige Zwischenzustände loszuwerden. Und das zweite sind Teilgraphen, die ich miteinander verschmelzen kann. Gucken, ob ihr das bei dem Beispiel sehen könnt. So, ich habe hier eine Variable, wo ich, also jeweils links ist dann 0, rechts ist dann der 1 dann von den Wegen. So, und jetzt habe ich hier eine Variable, wo ich in beiden Teilen meines Baumes zu den gleichen Folgevariablen gehe und das auch noch und das auch mit den unter den gleichen Werten. Na, also ich habe ja sowohl hier als auch hier die 0 stehen und gehe zum Y. Und ich habe hier und hier die 1 dran stehen und gehe zum Z. Und das würde man dann verschmelzen, dass ich hier quasi dann bei dem X starte und bei 0 zu y gehe und bei 1 zu z. Was ich dann noch beachten muss, ist, ich habe ja zwei Wege, wie ich zu dem x komme. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall auch erstmal noch die zwei Wege behalten. Außer ich habe irgendwie andere Gründe, dann das wiederum auch wegzumachen. So, das sind im Endeffekt diese zwei großen Regeln, die einem helfen, das Ganze einzukürzen. Wenn ihr euch an die Hausaufgaben erinnert, dann hattet ihr da mal diesen schönen Graphen. Und da hatten wir auch so ein paar Dinge drin. Wenn man sich den Graphen anschaut, vielleicht mache ich das lieber eine Ebene drüber.
Wenn man sich den Graphen anschaut, dann sehen wir hier, dass im linken Teilgraphen x2, x3, x1. Okay, ich bin schon wieder zu schnell, glaube ich. Also wir haben im Endeffekt diese Gleichheit der Wege, die wir zusammenziehen können. Die sieht man auch in diesen Teilgraphen auf der linken Seite. Dass ich hier x2 habe, wo ich jeweils zu x3 zweimal runtergehe und dann die gleiche Variablenbelegung 0, 0, 0, 1 dann, also nicht Belegung, sondern Ergebnisse am Ende habe. Das heißt, statt das Ganze zweimal zu machen, kann ich das Ganze auch entsprechend dieser Regel hier zusammenlegen, muss aber darauf achten, dass ich auf beide Wege zu meinem x komme, beziehungsweise mein x ist dann jetzt x2. Heißt, ich kann das heißt, ich kann hier den linken Teil quasi einmal wegstreichen, wenn ich diesen Pfeil entsprechend umbiege auf x2. Und das gleiche hatten wir auf der rechten Seite. 0, 1, 1, 1. Hier kann ich das gleiche tun. Ich kann den Pfeil umbiegen und den Teil dadurch dann schon wegstreichen. Ne? Das ist das, was dieser Regel oder Zusammenfassungsregel entspricht. So, was ich dann habe, ist, wir hatten ja das mit der Elimination, ne? Also Knoten, dessen Endpunkte identisch sind. Und wenn wir jetzt gucken, haben wir hier nämlich x0 geht zu x1 und beide Endpunkte von x1 gehen auf x2. Das heißt, ich würde tatsächlich dann auch hier, also das ist, dann würde ich die Elimination machen, würde diesen Knoten rausnehmen und direkt zu x2 gehen. Und das gleiche darf ich auch auf der rechten Seite tun, weil ich hier die gleiche Situation habe. Und damit habe ich den Graphen schon deutlich eingeschrumpft. Wenn ich das jetzt nochmal versuche, irgendwie ein bisschen hier aufzuschreiben, habe ich jetzt noch x0, geht auf beiden Seiten zu x2. Geht auf beiden Seiten weiter zu x3. Und da muss man so ein bisschen gucken, welche Belegung man hat. Wir haben hier einmal das Blatt 0. Falls ich eine 0 da reinmalen kann noch. Das wird erreicht durch zwei Stellen hier von dem x3. Das wird erreicht einmal von dem x3 und hier von dem x3. Gleichzeitig haben wir noch 1. Zwei Stellen hier von dem x3. Einmal von dem x3 und einmal von dem x3. Und da ahnt man schon, okay, das ist noch nicht ganz das Minimum, wohin wir kommen können. Da kann man natürlich noch ein bisschen weiter einkürzen. Also wenn ich jetzt hier x3 habe und meine beiden Endpunkte gehen beide zum gleichen Blatt, dann habe ich wieder dieses Thema mit der, wie hieß es noch, Elimination, der Überbrückung. Dann darf ich hier jetzt auch das x3 wegstreichen. Und auf der rechten Seite habe ich ja das x3, was hier unten in das gleiche Blatt geht. Das darf auch wegfallen. Mach das Ganze schon mal kleiner. So, weil ich jetzt hier von x2 nämlich direkt zu 0 gehe,
und auf der rechten Seite, die ich hier auch weggenommen habe, deswegen auf der ganz rechten Seite direkt zu 1 gehe. Und jetzt habe ich ja noch die x3 hier drin. Das ist jetzt wieder übergreifende, also genau diese Verschränkung, wie wir sie eben hatten. Ich habe von x2 zwei Möglichkeiten, zu x3 zu kommen. Wenn ich aber erstmal bei x3 bin, oder gucken wir uns, das sind diese beiden x3, gucken wir sie uns hier oben sonst einmal an. Wenn ich da erstmal in den x3 drin bin, dann habe ich auf jeden Fall wieder das gleiche Ergebnis. Bei Pfad 0 komme ich im Blatt 0 an und bei Pfad 1 komme ich im Blatt 1 an. Das heißt, das darf ich dann auch wieder zusammenlegen. Und damit habe ich meinen ursprünglich vollständigen Binärbaum zusammengekürzt auf den Reduced Ordered Binary Decision Diagram, also den reduzierten und geordneten Binärbaum. Das geordnet haben wir vorhin noch nicht irgendwie angesprochen. Geordnet heißt in dem Zusammenhang was? Kann mir das jemand sagen? Was heißt hier, warum heißt es auch ordered? Wie bitte? Genau, also es hat mit der Reihenfolge der Variablen zu tun, dass die, und es ist im Endeffekt halt, dass die Variablenreihenfolge halt dann gleich bleibt. Also ein Gegenbeispiel wäre zum Beispiel, wenn ich sowas hätte, wenn ich die Knoten hätte, ich kann hier A, B, C gehen und auf der anderen Seite kann ich A, C, B gehen. Dann hätte ich die Variablenreihenfolge nicht mehr gleich. Der Baum hier wäre auf gar keinen Fall mehr ordert. Heißt natürlich auch, dass dass erstmal ein vollständiger Binärbaum auch erstmal schon geordnet ist. Okay. Am Ende sollte eigentlich nur noch ein 0 und ein 1er Blatt dastehen. Außer der Baum ist, ne, die 1% Wahrscheinlichkeit, dass man einen Baum hat, der irgendwie, wo du es irgendwo nicht zusammenfassen kannst. Aber eigentlich ist der Gedanke, du hast so viel zusammengefasst nachher und du kommst auch am Ende ja auf 0 und auf 1. Es sollte mich sehr wundern, wenn irgend so ein Ausnahmefall in der Klausur dran vorkommt. Ich möchte einfach nicht ausschließen, dass man diesen Fall konstruieren kann, sage ich mal ganz vorsichtig. Ne? Also ich sag mal wenn du in der Klausur noch nicht so weit zusammen bist, dann wirst du wahrscheinlich noch nicht fertig sein. Na, das stimmt schon. Ja, Zwischenschritte lohnen sich da sicherlich in der Klausur, weil du dann selber natürlich auch besser ko nochmal kontrollieren kannst, was du machst. Also jeden Schritt für Schritt. Ich habe jetzt, weil ich hier immer ein bisschen schlechter schreiben kann, habe ich ja oben hier auch einfach nur erstmal drin rumgemalt. Eigentlich muss ich ja auch diese Zwischenschritte, müsste ich nochmal aufschreiben dann. Genau. Genau, so. Okay, wie geht man am besten vor, wenn man ein ROBDD aus einer Funktion skizzieren soll? Ah, das ist auch eine gute Frage. Wenn ich eine Funktion habe, die lautet zum Beispiel x3 und ja, also ich kann ja irgendeine Funktion haben, x3 oder x2. Im einfachsten Fall habe ich schon eine Funktionstabelle dafür gemacht.
dann kann ich die einzelnen Stellen in der Funktionstabelle durchgehen, die einzelnen Zeilen und das entsprechend in einen vollständigen Binärbaum eintragen. Also man würde als erstes schauen, dass man eine Funktionstabelle hat, dann einen vollständigen Binärbaum aufschreibt, wo man mit x0 als Wurzel anfängt und dann entsprechend der Anzahl Variablen runtergeht und dann die einzelnen Variablenbelegungen einträgt. Na, das heißt, ich hätte jetzt hier irgendwie meine Funktionstabelle x3, x2, x1, x0 und f. Jetzt habe ich gesagt x3 oder x2. So, das heißt, alles hier oben hätte dann ja sowieso eine 0. Das hier wäre jetzt was, was eine 1 hat und ich müsste die Funktionstabelle weiter ausführen. Und jetzt kann ich gucken, da wo alles 0 ist, also das ist der ganz linke Pfad, dann würde ich hier quasi eine 0 eintragen in das Blatt. Dann der nächste ist der hier, würde ich auch eine 0 eintragen. Nächste Zeile 1, 0 ist 0. 0, 1, 0. Kommt auch eine 0 hin. 0, 0, 1, 1. Kommt auch eine 0 hin. Jetzt bin ich hier, wo ich die 1 eingetragen habe. 0, 0, 1, 0, 0 wäre ich hier und würde dann eine 1 eintragen. Bis ich am Ende halt alle Blätter ausgefüllt habe. Und dann kann ich genauso vorgehen, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Soweit verständlich? Vor allem auch, ich gucke in Richtung der Person, die die Frage gestellt hat. Alles klar, genau, war eine gute Frage. Kann tatsächlich, ja, sowas kann natürlich auch als Aufgabe vorkommen. Gut, dann das, was ich, okay, also hier war nochmal die Frage im Raum, was ich hier eingetragen habe. Ich habe im Endeffekt hier meine Ausgangswerte eingetragen. Richtig, genau. Die Blätter sind dann, die Ausgangswerte werden als Blätter eingetragen, weil ich ja durch den Baum durchgehen kann, um entsprechend die Variablenbelegungen abzubilden. Warum die Zahlen sich unterscheiden, weil ich jetzt eine ganz andere Funktion genommen habe. Ich habe jetzt einfach hier mir irgendeine Funktion ausgedacht und einfach mal ganz spontan auf die Frage, um das Beispiel einmal zu machen, wenn ich damit starte. Deswegen unterscheidet sich das, ne? Weil die Originalblätter sind halt eben aus eurer Hausaufgabe. Gut. Dann haben wir das aber hoffentlich auch soweit und ich bin gebeten worden, dass wir uns noch mal anschauen, wie war das noch mit dem Thema ein Schaltgatter als vollständige Basis und dass wir da uns noch mal das Beispiel angucken mit dem NAND. Vielleicht erstmal erinnert ihr euch noch, was sind denn die Grundfunktionen, die wir darstellen sollen? Also wenn ich jetzt etwas habe wie das NAND, welche Grundfunktion muss ich denn damit darstellen können? Okay, genau, Negation oder und das und. Seid schneller, als wie ich schreiben kann. Also ich habe hier NAND von A und B. Das wäre gerade ja ein A und B negiert. Das ist erstmal grundsätzlich die Funktion des AND. Und die Grundfunktion, die ich darstellen muss, um be zu beweisen, dass das NAND als vollständige Basis dienen kann, ist die Negation oder das NOT, das AND, das ODER. Okay. Welche zwei Umformulierungshilfen helfen euch häufig bei Boolesche Algebra? Es gibt zwei Sachen, so ein bisschen
ja, Umformulierungssachen, womit man das umformen kann oder was anpassen kann, ohne dass man die Wahrheitswerte verändert, aber die euch bei Umformungen häufiger passen sollen. Zwei Namen. Ja? Ja, nicht. Also Negation, du bist schon fast richtig. Dann geht es darum, es gibt diese Sache mit der doppelten Negation. Also wenn ich eine Sache doppelt negiere, wenn ich sie einmal negiere, dann habe ich ja das Komplement oder halt irgendwas anderes, also quasi, ne, das Invertierte. Aber wenn ich es dann nochmal wieder negiere, dann habe ich ja wieder den Ausgangswert. Das heißt, wenn ich eine Variable doppelt negiere, dann habe ich den Ausgangswert. Und das hilft uns manchmal bei diesen Umformungen oder bei diesen Umformungsaufgaben. Und das Zweite habe ich auch schon im Chat gesehen. Danke da schon. Also es gibt einmal die doppelte Negation. Und das andere sind die Regeln von De Morgan. Habt ihr wahrscheinlich ja auch in Mathe jetzt schon zur Genüge immer wieder gebraucht. Oder wenn nicht, dann im nächsten Semester. Was bedeutet das jetzt? Wenn ich hier irgendwie anfange, kann ich zum Beispiel gucken. Gut, fange ich mit dem Not an. Das hilft meistens oder ist meistens ganz noch relativ angenehm. Also, ich habe nicht A oder alternativ nicht B, was ich mit nur mit Nans darstellen können soll. Am Ende ist für mich halt die Frage, ich kann Schaltgatter dieser Form benutzen und ich kann hier links was eintragen und ich kann hier rechts was eintragen. Und entweder sind das irgendwelche komplexeren Terme oder es ist halt ein relativ einfacher Term. Das ist das, was ich an Schaltgattern am Ende alles nutzen darf. Und es gibt, das hat jetzt noch nichts mit der doppelten Negation und dem Morgen zu tun. Und ja gut, der Chat ist on fire, wie es so schön heißen würde. Genau, hier kann ich quasi mir zunutze machen, dass ein A und A oder auch ein, wenn ich es anders machen würde mit einem NOR, ein A oder A, ja immer noch den Wert A hat. Also wenn ich A und A mache, A und A ist immer genau dann wahr, wenn A wahr ist. Genauso gilt A oder A ist immer genau dann wahr, wenn A wahr ist. Etwas schwieriger wird es, wenn ich sowas mache wie A und nicht A. Also A und sich selber negiert. Das kann halt nie gleichzeitig wahr sein. Und umgekehrt A oder nicht A, also die Variable selber oder das Negierte von ihr, das ist natürlich immer wahr, weil es wird immer eine der beiden Sachen zutreffen. Das sind so ein paar Basissachen aus den Umformungen. So, und jetzt habe ich hier halt A oder A gemacht und kann da die Negation drüber setzen. Jetzt habe ich das hier in genau dieser Form, wie ich das brauche. Und das Ganze würde, wenn man das halt eben dann wieder ausrechnen würde oder zurückrechnen würde, würde sich das hier unten ja aufschrumpfen. Und dann habe ich dann nur noch ein A und das Ganze ist dann negiert. Und damit habe ich das nicht A. So, das heißt so diese kleinen Umformungen. So, und jetzt kommen wir zu den etwas größeren Geschichten. Wenn ich jetzt das AND habe, da will ich ja auch sowas raus wie A oder B. A und B. Und dann kann ich jetzt gucken, wie weit helfen mir Dinge wie die doppelte Negation. Wenn ich das Ganze doppelt negiere, dann habe ich zwar innen drin sieht das gut aus, aber außen halt nicht, weil jetzt habe ich ja na, das hier innen, das sieht ja auch, das ist erstmal ein gültiges NAND, aber hier oben die Negation, das passt ja irgendwie noch nicht.
So, und ich hatte ja schon gesagt, ob ich hier in diese Punkte, ob ich da einen einfachen Term oder ob ich einen komplexen Term eintrage, das ist relativ egal. Ich kann also auch meinen Term, wo ich weiß, dass der gültig ist, nämlich der hier in Klammern, ohne das Äußere, nur die äußere Negation, den kann ich dann halt eben verdoppeln und einsetzen, wie ich das hier mit der Negation gemacht habe. Also wenn ich jetzt einfach sage, ne, das wäre jetzt hier irgendwie wie das A hier oben. Ist natürlich nicht wie A, sondern es wäre dann eher irgendwie wie ein X oder so. Dann kann ich das auch zweimal einsetzen. Ich behalte also quasi die große Negation außen. Und verdoppel das, was ich unter der Negation habe, und mache ein Und dazwischen. Und das waren ja quasi zwei Nans, die ich eben hier stehen hatte. Heißt, wer kann mir sagen, wie viele Nans brauche ich, um das hier als Schaltgatter darzustellen oder als Schaltung darzustellen, das Ergebnis hier rechts? Wie viele brauche ich hier? Drei Stück, genau. Weil ich habe hier ein NAND und das Ganze geht dann nochmal in ein großes NAND rein. Und das Letzte, was dann noch fehlen würde, wäre das Oder sich anzugucken, A oder B. Und wenn ich jetzt hier erstmal anfange mit der doppelten Negation, dann habe ich die Möglichkeit, von einer Sache wegzukommen, die mich ja gerade stört, weil ich habe hier ein Oder dazwischen. Ich will kein Oder haben, weil ich darf ja nur irgendwie Nans haben. Nans haben nur Uns da drin. Das heißt, wenn ich, hängt ja davon ab, ob ich mit irgendwas, mit einem irgendeinem Gatter anfange, was irgendwie ein Or hat oder was ein And hat. Das heißt, ich will hier das Or zu einem And machen. Irgendwie. Und da hilft mir jetzt De Morgan, weil ich da durch die Umformung das Ganze ja auch einmal drehen darf und dann die Negation über den einzelnen Bestandteilen der großen, also der mittleren, kleineren Negation hier habe. Das heißt, ich würde die Verknüpfung drehen. Aus dem Oder wird ein Und. Und der erste Bruchstrich wird dann aber über A und B aufgeteilt. Zusätzlich bleibt natürlich der größere da oben. Jetzt habe ich in der Mitte quasi auf Hauptebene schon ein NAND, habe hier innen aber noch kleinere Terme, die noch keine NANDs sind, sondern einfach eine Negation. Würde wieder gucken, wie hier oben, und in dem Fall das Ganze verdoppeln. Habe also einmal A nennt A und dann habe ich einmal B nennt B. Und das Ganze geht in ein großes NAND rein. Okay, das nochmal eben zur Wiederholung. Also wenn ich irgendwo darstellen soll, ist ein Schalt, ja, ist ein Schaltgatter. Reicht das, um die Grundfunktion der Boolschen Algebra darzustellen, dann muss ich ein Not, ein And und ein Or darstellen können. Diese drei Sachen muss ich darstellen können. In der Regel ist es dann eine Frage, ich habe diese Schaltgatter und ich habe da irgendwelche Platzhalter, die ich füllen kann mit den variablen Werten, die ich habe. Das muss ich so schaffen, dass ich das Ganze fülle. Doppelte Negation kann mir unter Umständen dabei helfen, dass ich Sachen auseinanderziehe. Und De Morgan kann mir insbesondere helfen, dass ich und oder jeweils umdrehen kann, dass ich dann das andere habe. Das sind so ein paar Sachen. Ja, ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, ob von euch jetzt, wer das genau gefragt hatte, wer von euch das war, aber ich hoffe, das ist dann auch vielleicht klarer geworden und sonst für alle anderen eben nochmal das, wie man da rangehen würde an diese Aufgabe. Theoretisch kann das ja, ne, man kann ja machen, man kann sich NAND angucken, man kann sich NOR angucken, man kann sich XOR angucken und dann wird es auch schon so ein bisschen dünn. So viele Optionen gibt es da gar nicht. Weiß ich nicht, ob das in der Klausur drin vorkommt, dass.
Bin ich mir tatsächlich unsicher, ob das irgendwann in den letzten Jahren mal da war. So, ich gucke gerade noch. Du brauchst noch zum Schreiben kurz? Nein, alles klar. Wenn da keine Fragen sind, dann springe ich nämlich weiter an nächstes Thema. Und zwar gucken wir nochmal auf Impulsdiagramme und Schaltung. Also, ich habe eine Schaltung mitgebracht. Und unsere Aufgabe wäre, wir haben ein Impulsdiagramm über die Eingänge der Schaltung, in dem Fall A und B. Und sollen jetzt sagen, wie entwickelt sich am Ende dann mein Ausgang Y? Wissen tue ich das Einzige, was ich hier im Impulsdiagramm schon stehen habe. Mehr weiß ich da noch nicht. Also ich weiß nichts von davor. Ich kenne nur die Schaltung und ich kenne nur wie mein Eingang sich ändert. Wie würde ich denn da jetzt vorgehen? Was meint ihr? Wer kann mir sagen, wie ich jetzt vorgehen würde, um aus der Schaltung weiterzugehen? Was wären die nächsten Schritte, um dann irgendwann beim Y hoffentlich anzukommen? Wenn ihr das nicht so ganz direkt sagen könnt, dann sagt mir doch mal, über welches Schaltgatter kann ich denn eine Aussage schon treffen als nächstes? Welches Schaltgatter wäre das nächste, über das ich was sagen könnte? Na, ich habe A, ich habe B. Da weiß ich, wie mein Verlauf ist. So, und dann kann ich jetzt die Schaltung lang gehen und kann gucken. Okay, ich habe hier einmal so einen Bogen, der geht hier ganz hinten raus. Da geht hier aber noch ganz viel anderes rein in dieses Schaltgatter. Das heißt, den lasse ich vielleicht erstmal. Kann ich nicht viel zu sagen, fehlt noch was. Dann habe ich das hier. Da geht hier unten das noch mit rein. Da ist noch ein anderes Schaltgatter davor. Mache ich den vielleicht auch noch nicht. Fange ich vielleicht mit dem hier an. Genau, das ist der Inverter. Der Inverter von B. Das wäre jetzt so das erste Schaltgatter, wo ich was drüber sagen könnte. Inverter von B heißt, ich kann quasi mir angucken, was passiert eigentlich bei B negiert. Was würde ich denn dann jetzt im ersten Takt machen? Kann ich da schon was drüber sagen? Genau, wir haben den davor nicht angegeben. Das heißt, ich weiß nicht, was damit ist. Und das heißt im Endeffekt, dass es unbekannt ist, was im ersten Takt passiert. Kann 0 sein, kann 1 sein, keine Ahnung. Dafür müsste ich wissen, was mit B vorher war. Also, genau, das habe ich jetzt nicht nochmal explizit gesagt, aber nur, dass ihr euch erinnert. Wir hatten ja gesagt, dass wir bei den Schaltgattern, bei dem Pulsdiagramm, war es auch in den Hausaufgaben so, dass wir immer eine Verzögerung von einem Takt immer mit berücksichtigen sollten. Also, dass das neue Signal immer mit einem Takt Verzögerung erst auch Anliegen tut. Das heißt, ich weiß nicht, was im Takt 0 mit B war, deswegen kann ich da in Takt 1 noch nichts sagen. In Takt 1 habe ich aber eine Auskunft, ne, da ist ja 0. Und das heißt, ich weiß, dass in Takt 2 auf jeden Fall gesichert hier bei B, so muss es ein bisschen tiefer machen, dass ich dann nicht zu dicht irgendwo komme nachher. Das heißt, ich weiß hier, dass bei Takt 2 dann die Negation von B auf 1 ist, weil sie war bei Takt 1 auf 0. Wie lange bleibt sie auf 1? Wie lange bleibt mein Signal aus dem Inverter? Also wie lange bleibt nicht B auf 1?
Genau, bis einschließlich 4. Ball in 4, Wechsel B von 0 auf 1. Das heißt, am Ende von dem Takt, also mit dem dann nächsten Folgetakt nach 4, würde B auch entsprechend invertiert das Ergebnis dann weitergeben. In 3 war B noch 0, also nicht B auch 1. Das heißt, im 4. ist nicht B noch 1 und dann von 4 zu 5 wechselt das dann bei denen. So, jetzt kann ich quasi so einen kleinen Haken hier runtersetzen. Jetzt sieht es aus wie ein V, nehme ich den Haken wieder weg. Also jetzt kann ich einen Haken an den Inverter setzen. Jetzt kann ich so ein bisschen mehr was sagen über die Schaltung. Was wäre das nächste Schaltgatter, was ich mir vornehmen kann? Das NAND, genau. Weil da brauche ich nur den Eingang von A und den Ausgang aus dem Inverter. Das wäre dann ein A und B. Nee, also und nicht B und das Ganze negiert. Die Frage, warum ich einige Schaltgatter mit griechischen Buchstaben benannt habe, weil ich diese Schaltung nicht ganz sauber aufgeräumt habe. Also ja, genau. Man kann, wenn es ein bisschen kompliziert ist, die genau zu beschreiben, was das jetzt für ein Wert ist oder was da eigentlich hintersteckt. Und insbesondere gerade bei den späteren Schaltgattern kann es dann eben Sinn ergeben, zum Beispiel mit griechischen Buchstaben die Stellen zu markieren, dass man damit dann auch an der Tabelle klar macht, wo man gerade drüber redet. Genau, theoretisch hätte man schon beim Inverter von B damit anfangen können. Ich versuche sowas zu vermeiden, wenn das noch geht, weil ich dann natürlich, je mehr ich hier in der Tabelle links noch sehen kann, was da für ein Schaltgatter ist oder was das mal für ein Wert war, desto schneller kann ich dann das zusammenfassen. Wenn ich dann jedes Mal bei jedem griechischen Buchstaben erstmal oben gucken muss, was war denn das eigentlich, was ich jetzt gerade mir angucke. Deswegen mache ich das dann eher bei den späteren. Aber du hast recht, das könnte man auch schon vorher machen. So, jetzt haben wir hier A nennt B. Nee, A nennt nicht B. Natürlich ist der erste Takt erstmal unbekannt, weil da hatten wir vorher nichts. So, wie geht es denn jetzt im zweiten Takt weiter? Kann ich da schon eine Aussage treffen? Wie war denn das eigentlich nochmal mit den Nans und den Wahrheiten dazu? Unbestimmt heißt, ja, je nachdem, wo wir uns das angucken. Also, ich kann ja die Möglichkeit haben, ich meine, im blödesten Fall habe ich ein unbekannt Nand unbekannt. Dann kann ich natürlich keine Aussage darüber treffen. Was ich haben kann, ist, ich kann haben ein 1 NAND unbekannt. 1 NAND unbekannt heißt für mich, ich habe 1 und irgendwas Unbekanntes. 1 und irgendwas Unbekanntes. Da weiß ich ja nicht, was dabei. Also da kann theoretisch das AND ja noch wahr werden. Weil unbekannt kann ja 0 oder 1 sein. Das heißt, ich kann hierüber keine Aussage treffen, damit kann ich hierüber keine Aussage treffen an der Stelle. Und ich würde an der Stelle nicht wissen, was ich unter dem NAND habe. Das heißt, 1 NAND unbekannt ist auch immer noch unbekannt. So, und den dritten Fall, den ich haben kann, ist, ich habe unbekannt und 0, also 0 nennt unbekannt.
Null und irgendwas. Null und irgendwas kann nie wahr werden. Da ist mir ja voll egal. Da brauche ich nicht wissen, was das Unbekannt ist, weil dadurch, dass hier schon null ist, ist das NAND einfach schon weg, futsch, kann nicht erfüllt werden. Das heißt, ich weiß, dass hier unter dem Negationsstrich auf jeden Fall eine Null stehen wird als Ergebnis des Ands. Und die Null wird negiert. Das heißt, das Ergebnis von Null NAND unbekannt ist eine 1. Das sind die Aussagen, die ich treffen kann. So, jetzt muss ich mal ein bisschen kurz schnell nachlesen, was hier im Chat. Ihr habt verschiedene Dinge geschrieben. Vorschläge, dieses, jenes. So, wir haben, genau, wir haben hier A ist 0, B oder nein, nicht B ist unbekannt. Das heißt, wir haben 0 NAND unbekannt. Und da kommt dann eine 1 raus, wie wir uns eben auch angeguckt haben. Da sind wir genau in dem Fall. Das heißt, ich würde hier bei 1 starten oder zumindest dem, was ich hier als 1 mache. Dann ist es, um ein Impulsdiagramm schnell auszufüllen, ist es meistens ganz gut, immer zu gucken, wo ändern sich überhaupt Werte. Also ich könnte jetzt jeden Takt einzeln durchgehen, aber ihr in der Klausur habt ihr keine Zeit. Das heißt, was sinnvoll ist, ist, dass ihr guckt, okay, wo kann sich das nächste Mal überhaupt was ändern? Und da sehen wir, wir haben hier an Takt 3 ändert sich A und an Takt 4 oder hinter Takt 4 und 3 jeweils ändert sich B. Das heißt, das Früheste, wo sich was ändern kann, ist Takt 4. Bis dahin, okay, es ist zwar nur ein Takt, aber ne, kann auch mal ja länger sein. Das heißt, Takt 3 wird auf jeden Fall gleich bleiben. Und für Takt 4 muss ich halt gucken, was passiert dadurch, dass sich jetzt das A als Eingabe ändert. Jetzt habe ich A und nicht B. Genau, stimmt, da wollte ich eigentlich auch mit drauf hinaus. Du hast recht, deswegen, weil ich die Verzögerung habe. Es wird sich frühestens im vierten was ändern, weil im dritten oder nach dem dritten sich das erste Mal was geändert hatte. Also wird sich frühestens nach dem vierten was ändern können. Also, wir hatten jetzt hier 0, 0 und 1 negiert. Also solange eine der beiden Teile 0 ist, kann sich das eh nicht ändern. Jetzt ist hier A auf 1 gegangen. Dadurch komme ich auf 1 NAND 1. Das wäre 1, würde den Wert 0 ergeben, negiert. Würde tatsächlich dann runtergehen. Und in dem Takt ist aber auch das negierte B auf 0 gegangen. Das heißt, ich habe wieder einen Teil. Also im Endeffekt ist das halt, wenn ich einen Teil von dem NAND, wenn der auf 0 geht, weiß ich schon, mein Ergebnis ist 1. Deswegen gehe ich wieder hoch. Und nicht B ist die ganze Zeit auf 0 danach. Ich brauche A mir gar nicht mehr angucken und ich kann auf 1 bleiben. So. Dann haben wir nämlich das NAND damit durch. Jetzt kommen wir zu dem Schaltgatter hier hinten. Das habe ich mit Alpha markiert gehabt. Das ist ein und. Was geht denn da jetzt rein? Gucken wir uns das an. Wir haben einmal das NAND und wir haben den Inverter. Das heißt, diese beiden Zeilen. Und es ist ja wenig verwunderlich, dass wir erstmal auch hier natürlich undefiniert starten. Aber jetzt sagt mir doch gerne mal, wie geht denn hier jetzt mein Impulsdiagramm weiter? Das Schaltgatter anstelle Alpha, also das AND zwischen dem, was aus dem Inverter und dem, was aus dem NAND rauskommt. Wie würde das jetzt weitergehen? Erstmal ist es nochmal undefiniert, genau, weil ich habe undefiniert und undefiniert im ersten Takt. Das heißt, ich kann im zweiten auch noch nichts sagen. Und dann wäre es 3 mal 1, weil alles hier drei Takte auf 1 ist. Genau. Danach geht es runter, weil hier aus meinem Inverter das Signal auf 0 geht und beim NAND bleibe ich dann ja auch auf 0. Und damit würde mir dann nur noch hier das letzte fehlen.
Das Beta habe ich jetzt nicht extra nochmal aufgeschrieben, weil im Endeffekt ist der Ausgang aus dem Beta ja das gleiche, was auch das, was dann Y ist am Ende. Das ist jetzt nochmal ein Oder. Und hier hätten wir, hier würden wir natürlich mit undefiniert starten. Ich habe das Oder zwischen, jetzt muss man manchmal so ein bisschen gucken, wenn man ein bisschen zurückgeht, das ist zwischen dem A, also hier oben, und dem, was ich aus Alpha habe. Das heißt, wenn eins von den beiden auf 1 ist, dann kann ich auf 1 gehen im Folgetakt. Habe ich nicht. Ich habe 0 oder undefiniert im ersten Takt. Ich weiß nicht, ob das undefiniert eventuell 1 ist. Deswegen würde ich undefiniert bleiben. Das gilt dann hier auch in Takt 2. Dementsprechend würde ich in Takt 3 auch undefiniert bleiben. In Takt 4 habe ich dann 3 oder 1. Das ergibt natürlich den Wert 1. Endlich kann ich eine Aussage treffen. Und habe dann erstmal hier Alpha eine ganze Weile auf 1 und später dann A auf 1. Das heißt, ich bin durchgehend für diese 7 Takte jedenfalls auf dem Wert 1 geblieben. Okay, das also, wenn ich aus einer Schaltung ein Pulsdiagramm mir ableiten soll. Es kann jetzt sein, und es gab halt, und das wurde ja, meine ich, auch in der Vorlesung besprochen, es kann jetzt halt sein, dass man am Ausgang nicht das erwartete Verhalten hat, sondern dass da etwas mit dem Ausgang passiert, dass der schwingt, wie man auch sagt. Wisst ihr noch, wie das heißt? Wie hieß das? Was kann am Ausgang auftreten, gerade bei Impulsdiagrammen, wenn man sich sie anguckt, weil man irgendwo, man ändert an den Eingängen was, man schaltet am Eingang um. Wie hieß das, was am Ausgang auftreten kann? Nicht muss, aber kann. Genau, im Chat steht schon Hazards. Es können Hazards auftreten. Es gibt verschiedene Arten von Hazards, die auftreten können. Und zwar kann es sein, dass wir erwarten, dass unser Ausgang auf 0 bleibt. Aber durch eine Schwingung in der Schaltung ist er kurz zwischendurch für einen Takt auf 1 gegangen, bevor er dann dauerhaft auf 0 ist. Das wäre ein statischer Null-Hazard. Das Gegenstück ist, Erwartungswert war eigentlich, der Ausgang bleibt auf 1, ist kurz auf 0 geschwungen, bevor er dann dauerhaft auf 1 bleibt. Das wäre der statische 1-Hazard. So, das kann man schnell verwechseln. Das heißt, achtet da ein bisschen drauf. 0 und 1 ist danach benannt, nach dem, was eigentlich das Ergebnis am Ende sein soll. Also das, was das korrekte und erwartete Ergebnis ist. Zumindest ist das die Art und Weise, wie das in RSB durchgeführt wird. Ich sage das so ein bisschen vorsichtig, weil wenn ihr euch mit Lektüre beschäftigt, kann es auch sein, dass ihr in Einzelfällen genau das Umgekehrte seht. Also die meisten Fälle nehmen die Variante, aber es gibt halt genau die 180 Grad gedrehte. Also wenn ihr das irgendwo in der Lektüre seht oder eventuell in 8 Jahre alten RSB-Aufgaben oder so. Ich glaube, vor 7 oder 8 Jahren hat irgendwann das Andreas Mieder einmal entsprechend getauscht. Auch in RSB, weil halt die meiste Lektüre das so rum macht. Also dann kann es sein, dass ihr darauf stoßt. Aber so wie das in den Hausaufgaben war und wie das zurzeit in der Vorlesung ist, also außer ich mache jetzt einen richtig großen Fehler, dann tut es mir leid, aber eigentlich müssten wir jetzt so sein, immer noch. Also 0 oder 1 hängt davon ab, was ist der eigentlich erwartete Ausgangswert. Es gibt nicht nur statische, es gibt jetzt ja noch auch die. Hießen die anderen noch? Die dynamischen. Da kann es sein, ich fange an auf 0, gehe kurz auf 1 für einen Takt, gehe dann auf 0 für einen Takt, bevor ich dann auf 1 gehe und da bleibe. Also während ich jetzt eben bei den statischen Hazards im Endeffekt eigentlich einen konstanten Ausgang erwartet habe, habe ich jetzt hier den Fall, dass ich eine Umschaltung des Ausgangs erwarte. Das ist dann ein dynamischer Hazard. Und da der Ausgang der erwartete 1 ist, ist es ein dynamischer 1-Hazard.
Und natürlich gibt es hier das Gegenstück. Ich fange bei 1 an, gehe auf 0 oder denke, ich schalte auf 0, schwinge kurz zurück zu 1, bevor ich dann meinen Ausgang auf 0 wirklich umschalte und dann ist das der dynamische Null-Hazard. Gut, dann gucke ich jetzt gerade noch mal. Ein Thema würde ich, glaube ich, schon noch ganz gerne auf jeden Fall heute noch machen. Und zwar bleiben wir noch mal bei Impulsdiagramm. Es gab ja dann auch noch sowas, dass man was hatte wie Flipflops oder wie D-Latch, wobei das D-Latch dann auch manchmal auch nur als zustandsgesteuertes Flipflop bezeichnet wird, aber genau, also erstmal, wir haben Flipflops und D-Latches, die unterschiedlich reagieren, je nachdem, was das für welche sind. Also wir können haben D-Latches High Active, wir können haben D-Latches Low Active, wir können haben Flipflops Vorderflanken gesteuert, wir können haben Flipflops Rückflanken gesteuert. Gehen wir sie mal Stück für Stück durch, auch nur irgendwie hier mit einem kleinen Beispiel. Was heißt denn D-Latch High Active, wenn ich eine Clock und eine Data als Impulseingang habe? Was heißt ein D-Latch High Active? Fast. Also genau, Clock auf 1 ist relevant. Im Chat steht es auch schon. High Active übernimmt Data, solange die Clock auf 1 ist. Mit einem Taktverzögerung. Das heißt, hier würde man immer gucken, wo ist Clock auf 1? Das haben wir hier in den ersten drei Takten und dann später theoretisch nochmal. Und dann würde ich gucken, was macht Data? So, in Takt 0 bin ich hier gestartet. Mit Clock auf 0, also bleibe ich hier nochmal in 0. Clock 1, nein, Takt 1 ist Clock auf 1, Data ist auch auf 1, das heißt, ich würde hier mit einem Takt Verzögerung auf 1 gehen. In Takt 2 gucke ich mir das auch nochmal an, was mein Datensignal macht. Und in Takt 3 gucke ich mir an, was mein Datensignal macht. Hier ist es runtergegangen, das heißt, in Takt 4 gehe ich runter. In Takt 4 ist es jetzt auch so gewesen, dass die Clock auf 0 war. Das heißt, mich interessiert Data überhaupt nicht mehr. Bis hier hinten Clock wieder auf 1 ist, bleibe ich auf jeden Fall bei dem Wert, wo ich war. Das heißt, ich würde frühestens hier an der Stelle ändern. Und wenn wir uns das angucken, Data ist auf 0, dann würde ich sogar auf 0 bleiben an der Stelle. Also D-Latch High Active. Mich interessiert halt. Oder ich gucke immer da, wo die Clock auf 1 ist, schaue ich mir an, was ist mein Wert von Data und übernehme den für den Folgetakt. So, und dann könnt ihr natürlich ahnen, Low Active ist halt im Endeffekt ja, quasi das Gegenteil. Das heißt, ich gucke hier nur, wenn meine Clock auf 0 ist. Clock war hier auf 0, Data war auf 1, ich würde auf 1 gehen. Weil ich hier den Takt 0 habe. Dann habe ich drei Takte, wo Clock auf 3 ist. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich gehe erstmal durch. Hier hinten ist Clock wieder auf 0. Was macht Data? Data ist auch auf 0. Dann gehe ich runter. In 5 ist Clock auf 0. Ich gucke mir weiterhin Data an. Data ist auf 1 gegangen. Ich gehe hier mal hoch. Clock 6. Also Takt, nein, Takt 6, Clock auf 0. Ich gucke mir weiterhin Data an, ist auf 0, gehe ich auch wieder runter. So, für einen Folgetakt würde ich es mir nicht angucken, weil Clock jetzt wieder auf 1 gegangen ist. Okay, D-Latch, also D-Latch, High Active und Low Active. Dann ahnt ihr schon die nächste Frage. Wie funktioniert denn ein vorderflankengesteuertes Flipflop für Impulsdiagramme? Wo muss ich denn da drauf gucken? Richtig, das guckt sich Data an, wenn die Clock von 0 auf 1 geht. Also quasi
wenn eine Vorderflanke an der Glock anliegt. Deswegen heißt es auch Vorderflanken gesteuert. Würde bedeuten, hier an dieser Stelle geht die Glock von 0 auf 1. Ich sollte hier nicht den Pfeil nach unten malen. Ich male den mal gleich nach oben, weil die Vorderflanke wird auch mit dem Pfeil nach oben dann auch gerne mal irgendwo gezeichnet oder eingetragen. Das heißt, an der Stelle würde ich gucken, was ist Data und würde den übernehmen. Data ist 1. Das heißt, ich würde den mit einem Taktverzögerung übernehmen und auf 1 gehen. Und da würde ich dann so lange bleiben, bis ich die nächste Vorderflanke habe. Wo habe ich die nächste Vorderflanke? Wo habe ich die nächste Vorderflanke, die ich mir angucken muss? Von 6 auf 7, genau. Hier ist nochmal wieder, Clock geht von 0 auf 1. Das wäre dann der nächste Zeitpunkt, wo ich überhaupt gucken müsste. Wäre ein Takt Verzögerung, das heißt, erst hinter Takt 7 würde ich was ändern und erst hier würde es mich interessieren. Tatsächlich, wenn ich gucken würde, D ist hier auf 0, das heißt, ich würde dann nach Takt 7 würde ich dann sogar runtergehen. Gut. Rückflankengesteuertes Flipflop brauche ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel zu sagen. Das eine ist vorderflankengesteuert, das andere rückflankengesteuert. Rückflanke heißt dann, wenn von 1 auf 0 das Ganze geht. Und deswegen nennt sich es auch Rückflanke. Also das Taktsignal geht von 1 auf 0 runter. Wer kann mir sagen, wo wir das hier im Impulsdiagramm finden? 3 bis 4, genau. An der Stelle hier haben wir eine Taktrückflanke. Und dann bleibe ich auch bei meinem Impulssignal bis hier plus den einen Takt Verzögerung. Würde hier erst gucken, was ist, oder? Würde hier erst gucken, wo ist mein Datensignal? Ah, das ist auf 0, dann, na, dann bleibe ich halt auf 0. Und dann habe ich auch keine weitere Rückflanke mehr. Okay, das sind also die vier verschiedenen Möglichkeiten, die wir da noch haben. Wenn ihr mit D-Ledge oder mit Flip-Flop Impulsdiagramme machen sollt. High-Active und Low-Active D-Ledge und Vorderflanken- und Rückflankengesteuerte Flip-Flops. Natürlich gilt hier genauso übrigens auch wie bei den Schaltungsimpulsdiagrammen, dass ihr gucken müsst. Es kann halt sein, wenn zu schnell an der falschen Stelle sich was ändert, kann es auch sein, dass ich quasi in meiner Schaltung nochmal undefiniert bekomme. Also wenn in dem Moment, wenn beispielsweise jetzt in dem Moment hier, wo meine Rückflanke ist, mein, machen wir es mal mit einer anderen Farbe da rein, wenn hier, wo meine Rückflanke ist, wenn hier mein Taktsignal ändern würde, mein Datensignal sich ändern würde, dann würde ich ja bei einem rückflankengesteuerten Flipflop an der Stelle genau auf mein Datensignal gucken. So, jetzt habe ich das Problem. Daten sind ja nicht so schön klar getrennt, wie ich es gerne hätte. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Datensignal immer so schön wirklich eckig geht, sondern das kann ja auch ne, irgendwie so ein, dauert so ein bisschen. Und es kann halt sein, dass ich hier genau gucke. Es kann sein, dass ich hier genau gucke. Und es kann sein, dass ich in dem Moment hier gucke. Und deswegen kann ich nicht wirklich genau sagen. Oder könnte ich hier nicht sagen, welcher Wert ausgelesen wird? Das heißt, ich müsste dann, das würde ja anliegen nach Takt 4, ich müsste dann an der Stelle hier tatsächlich dann das Ganze als undefiniert beschreiben. Und dann gegebenenfalls halt, ich habe keine weiteren Rückflanken, dann weiß ich für diesen ganzen Zeitraum hier nicht mehr, was mein Flipflop da eigentlich rausliest. Deswegen ist eigentlich auch Konvention, dass es sowas wie Haltezeiten gibt, dass halt Schaltungen nicht gleichzeitig Clock und Datensignal umschalten, damit dieses Schwingen eben verhindert wird. Kann aber trotzdem auftauchen. Nur falls das irgendwie, wie gesagt, in der Aufgabe ist, beachtet dann, es kann sein, dass ihr auch in einem Impulsdiagramm doch nochmal wieder ins Schwingen geratet.
Genau, ich habe hier im Gegensatz zu dem eben, das hast du richtig erkannt, nicht mit undefiniert angefangen, weil ich quasi hier in dem Fall den Takt 0 definiert habe. Also wir sind ja mit Takt 1 gestartet und ich habe für alle, das sieht man jetzt nicht mehr so gut natürlich, ich habe für alle definiert, wie sie in Takt 0 sind und ich habe die alle einfach auf 0 gesetzt. Du meinst, dass man das jetzt noch weiter zurückrechnen kann? Oder? Also, ihr dürftet es natürlich erst sowieso ab 1 eintragen. Ich habe das quasi als Aufgabenstellung hatte ich schon bei 0 eingetragen. Deswegen, man sieht es nur nicht, weil ich jetzt natürlich die Linien schon durchgezogen habe. Also es war jetzt in dem Fall, und das ist der Unterschied zu dem hier. Hier ist quasi nichts gewesen. Hier ist quasi alles davor. Ne? Hier ist quasi alles davor. Ne? Hier ist unbekannt. Kann hier sein, kann da sein. Das ist einfach nicht definiert, was in Takt 0 passiert ist, bevor wir gestartet sind. Wir sind hier, in beiden Fällen sind wir in Takt 1 gestartet. Und in dem Fall habe ich aber halt eben konkret definiert, wie Takt 0 aussieht. So, damit man es ein bisschen lesen kann, habe ich es halt hier reingeschoben in die Tabelle und nicht irgendwie noch an die Tabelle links rangeklatscht. Also ihr müsst halt eben gucken, ob ihr für den Vortakt schon einen Beginn gegeben bekommen habt. Es kann sein, dass wenn es eine Klausuraufgabe dazu gibt, dann gibt es das manchmal, dass da schon irgendwo ein schwarzer Strich unten oben halt ist, um 0 oder 1 zu zeigen. Oder es ist keiner und wenn keiner ist, dann wisst ihr nichts über den Vortakt. Und dann müsst ihr quasi immer davon ausgehen, dass der Vortakt undefiniert ist und dann müsst ihr überlegen, was bedeutet das für meinen jetzigen Takt. So, jetzt war im Chat hier gerade noch die Frage, bei dem Low Active hätte man dann eine Minischwankung potenziell. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Low Active. Interessiert mich hier, wenn ich auf 0 gehe. Ich war 0. Ich weiß nicht, wie viel das davor, der bleibt erstmal so. Dann gehe ich hier auf 0. Ach so, ja, gut, weil ich jetzt, genau, du hast recht. Wenn ich jetzt hier das tatsächlich so ändern würde, dass hier ich schon auf 0 gehen würde, dann könnte es hier genauso sein, dass mein Signal ja auch erst so im Bogen dann da ist und dass ich eventuell tatsächlich auch bei dem Low Active hier eine Schwankung dadurch haben könnte. Und ich an der Stelle hier erstmal so gar nichts sagen kann. Aber halt jetzt nur, weil ich da die Haltezeiten verletzt habe durch meine Ergänzung in Goldbraun. Genau, gut erkannt hier aus dem Chat. Genau, sowohl bei Latches als auch bei Flipflops kannst du undefiniert haben, wenn es halt im blödest möglichen Zeitpunkt umschaltet. Ich hoffe euch, wenn es eine Klausuraufgabe gibt dazu, dann hoffe ich, dass da möglichst wenig das vorkommt, aber ich weiß es halt nicht. Und ich weiß, dass es halt potenziell diese Aufgaben geben kann, dass es zum Schwingen kommt und deswegen achtet da bitte darauf. Gut, dann boah, haben wir jetzt auch schon gut 2 Stunden rumgebracht. Vielleicht ohne, na wobei doch, das kriegen wir vielleicht einmal noch durch. Lasst uns einmal noch ganz kurz auf die Adressmaschinen gucken, zumindest. Das sollte auf jeden Fall nochmal sitzen. 0, 1, 2 und 3 Adressmaschinen. Wir machen eine ganz einfache Aufgabe. Wir machen nämlich nur W gleich C durch B. Das geht hoffentlich relativ schnell und dann kann ich noch ein paar andere Sachen euch mitgeben. Null-Adressmaschine. Wir erinnern uns, das war das mit dem Stack. Das war das, wo ich die Pizzakartons drauf stapel. Nicht zu verwechseln mit dem Assembler-Stack, wo ich die Pizzakartons drauf staple und in der Mitte rausziehen kann. Ja, weil
Beim Assembler-Stack kann ich ja auch mit Offset arbeiten und dann auch an einer anderen Stelle zugreifen. Also die ganz reine Null-Adressmaschine, wie sie hier beschrieben ist, habe einen Stack, ich kann Dinge drauf tun, ich kann das oberste mir wegnehmen, den obersten Karton oder halt den drauf tun. Und alle Berechnungen beeinflussen dann quasi auch meinen Stack direkt. Ich will berechnen, C gleich D durch B. Berechnungen können nur auf dem Stack durchgeführt werden. Was wäre dann mein kleines Programm, um das berechnen zu können? Ja, genau. Also ich muss gucken, dass ich Sachen auf den Stack lege, damit ich damit rechnen kann. Ich muss gucken, dass ich das Ganze in der richtigen Reihenfolge mache. Und ich habe hier den Vorschlag aus dem Chat. Wir machen Push A, Push B, Push C, um danach die Division durchzuführen. So, das heißt, wenn ich das mache, dann tue ich B auf den Stack. Ich tue darüber C auf den Stack. Dann mache ich die Division. Die Division heißt Temp, eine Temp-Variable. Kriege ich den Top of Stack. Top of Stack ist C. C wird rausgepoppt. Und der neue Top of Stack wird berechnet durch Temp geteilt durch Top of Stack. Temp ist C geteilt durch B. Das heißt, mein neuer Top of Stack ist C geteilt durch B. Das ist genau das, was ich berechnen sollte und damit auch die richtige Reihenfolge. Sehr gut. Damit habe ich auf meinem Stack ganz oben als Top of Stack das Ergebnis der Berechnung. Die muss ich natürlich, da muss ich darauf achten, dass ich das in die Speicheradresse, die von der Aufgabenstellung gefordert ist, wieder übertrage. Wie in Hausaufgabe auch. Das mache ich, indem ich das mit Pop W dann nochmal dahin schreibe. Damit wäre mein Stack natürlich auch leer an der Stelle. Gut, und das Temp, das ist nach der Aufgabe auch schon weg. Also nach der Division auch schon wieder weg. Genau, also das ganz kleine Null-Adress-Maschine. Das heißt, was müsst ihr bei der Null-Adress-Maschine berücksichtigen? Ihr müsst euch die Elemente auf den Stack legen. Ihr müsst gucken, in welcher Reihenfolge ihr sie auf den Stack legt. Insbesondere bei Subtraktion und Division, damit ihr nicht mit den Reihenfolgen durcheinander kommt. Wenn es ein Problem gibt, dass ihr feststellt, ich muss zwischendurch was zwischenspeichern, dann ist in der Regel in der Aufgabenstellung angegeben, dass es Speicheradressen gibt, die ihr zum Zwischenspeichern nutzen könnt, sowas wie G oder so. Dann würdet ihr zwischendurch was nach Pop G schreiben, um das dann weiter zu benutzen. Also gerade wenn man vielleicht eine größere Division hat. Das ist die Null-Adressmaschine. Gucken wir uns nochmal die Ein-Adressmaschine an. Ein-Adressmaschine hatte einen Akkumulator mit genau einem Register. Das heißt, hier können wir jetzt ja einem eine Speicheradresse angeben und rechnen mit dem Wert vom Akkumulator. Das Ergebnis jeder Berechnung landet wieder im Akkumulator. Wenn ich das abspeichern will, muss ich das mit Store machen, damit ich den Wert dann da übernehme. In dem Moment, wenn ich also irgendeine Berechnung mit dem Akkumulator mache, ist der alte Wert überschrieben und es ist ein neuer berechneter Wert da drin. Wie würde unser kleines Beispielprogramm aussehen? Schaut euch an, ich muss eine Sache im Akkumulator haben. Weil ich brauche ja immer für meine Berechnung einen Wert vom Akkumulator plus eine Speicheradresse. Beziehungsweise plus minus mal geteilt. Welchen Wert lade ich in den Akkumulator? Und wie rechne ich weiter? So, genau. Also ich will ja eine Division machen. Das heißt, durch das, was ich teile, das ist dann das, wo ich die Speicheradresse nehme. Das heißt, mein anderer Wert muss im Akkumulator sein. Ich würde also Load C als erstes machen.
Damit hat mein Akkumulator den Wert C. Dann kann ich sagen, div B würde also den Akkumulatorwert überschreiben durch aktuellen Akkumulator ist C geteilt durch die Speicheradresse B. Heißt, mein neuer Akkumulatorwert ist C geteilt durch B. Und hier natürlich auch nicht vergessen, dass ich das in die Speicheradresse zurückschreiben muss. Das mache ich dann mit Store W. Gut, Einadressmaschine. Also hier darauf achten, ein Wert im Akkumulator, eine Speicheradresse. Guckt euch halt an, was muss im Akkumulator sein. Also auch hier sind die Reihenfolgen natürlich wichtig, was ihr in den Akku oder ihr müsst genau gucken, was ihr in den Akkumulator packt und was nicht. Du guckst noch skeptisch oder alles gut? Okay. Dann Zwei-Adressmaschine. Wir rechnen nur noch mit Speicheradressen. Das heißt, kein Stack, kein Akkumulator. Wir haben einfach zwei Speicheradressen. Wichtig ist, also für uns jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, aber für irgendwelche Aufgaben, Hausaufgaben, Klausuraufgaben, wie auch immer, Zwei-Adressmaschine überschreibt immer die erste Speicheradresse. Das heißt, wenn ich sowas mache wie mul-mem, also mul-mem-n, dann wird m die Speicheradresse überschrieben durch das Ergebnis der Multiplikation. Wie gesagt, bei unserer kleinen Beispielaufgabe jetzt nicht so wild, aber etwas, was ihr auf jeden Fall bei einer Aufgabe berücksichtigen müsstet und gegebenenfalls mit Hilfe von Mov euch auch gegebenenfalls Werte zwischenspeichern müsst. Wie würde denn ein kleines Programm oder unser kleines Programm als Zwei-Adressmaschine aussehen? Okay. Ja, okay, so kann man es auch machen. Das war nicht das, was ich erwartet habe, aber ich liebe kreative Lösungen. Also, Mov WC. Und dann Div WB. Gut, das, was jetzt hier passiert ist, in die Speicheradresse C, in die Speicheradresse W wird der Wert der Speicheradresse C geschoben, also unser C. Dann wird die Division durchgeführt mit WB. Dann dadurch wird der Wert in W ja wieder überschrieben. W hatte den Wert C. Das heißt, wir rechnen C geteilt durch B und schreiben das direkt in W wieder rein und sind damit fertig. Es geht theoretisch auch genau andersrum, dass man halt eine Division erst macht und dann das nach W verschiebt. Damit würde man dann allerdings halt Speicheradresse C überschreiben. Die Variante hier ist insofern tatsächlich sehr elegant. Deswegen danke an den Chat. Ist insofern dann sehr elegant, als dass wir die Ausgangsspeicheradressen nicht überschreiben hier. Sofern das allerdings nicht zwingend vorgegeben ist, in der Aufgabe oder ihr die und ihr sie dann auch nicht irgendwie später nochmal braucht, die Speicheradressen, spricht aber auch nichts dagegen, sie zu überschreiben, falls jemand da sich jetzt die Frage stellt. Dann einmal noch die Drei-Adressmaschine. Drei-Adressmaschine, Registermaschine, Load-Store-Architektur. Wir erinnern uns, Drei-Adressmaschine hieß, wir haben Register. Wir können nur mit den Registern rechnen. Das heißt, alles, was wir berechnen wollen, muss von der Speicheradresse in die Register reingeschoben werden, beziehungsweise geladen werden, heißt das hier. Und dann können wir auf den Registern rechnen und das Ergebnis muss von den Registern wieder in eine Speicheradresse getan werden. Ich fürchte, wir werden nicht mit zwei Zeilen auskommen, es werden eher vier Zeilen werden. Oder irgendwelche eleganten Lösungen, die ich gerade übersehen habe. Aber auch deswegen die Frage, was würde ich denn jetzt machen? Wie würde mein kleines Programm hier aussehen? Denkt dran, ich kann nur auf den Registern rechnen.
Genau, wenn ihr euch unsicher seid, sonst könnt ihr mir auch gerne schreiben, was einfach oder sagen, was wäre denn der erste Schritt, den ich jetzt machen muss bei der Drei-Registermaschine. Der Drei-Adressmaschine. Hätte mehr als drei Register. Das Erste, was ich machen muss. Genau, das allererste, was ich machen muss, ich muss Dinge in Register laden. Wenn ich Berechnungen durchführen will, ich komme nicht drum herum, ich muss Dinge in Register laden. Das heißt, ich würde eine Aufgabe, also ich meine, auch in der Originalaufgabenstellung waren, glaube ich, die Register als X, Y und Z bezeichnet. Ich übertrage mal kurz den Punkt aus dem Chat entsprechend. Also, wir würden einmal C in eines der Register laden und dann würden wir B in ein anderes Register laden. Dann können wir eine Division durchführen, indem wir das zweite Register als Zielregister nehmen. Das ist ja das erste, was ich angebe. Dann das zweite Register und das erste Register. So, anschauen. Heißt, die Division. Mein Zielregister ist das erste, was ich angebe. Das heißt, in Y ist das Ergebnis meiner Division. Und ich rechne das, was in der Mitte hier ist, also Y geteilt durch X. In Y steht B und in X steht C. Habe ich das hier gerade verdreht? Nee, ich habe es einfach nur übertragen. Ich glaube, wir müssen es umdrehen, ne? Genau, schauen wir mal lieber einmal andersrum. Also deswegen immer gut, wenn man nachguckt. Brauchen wir es genau andersrum. X und Y. Weil ich will, oder hier, der mittlere Wert ist das, was dann über dem Bruchstrich ist. Über dem Bruchstrich soll das C sein, das ist in X. Deswegen wäre das Y, XY. Ergebnis steht dann in Y. Und das kann ich dann einfach in die Speicheradresse W wieder schreiben. Und wäre damit dann auch fertig. So. Das sieht jetzt natürlich danach aus, dass Drei-Adressmaschine längerer Programmcode ist. Wenn man sich das jetzt nochmal im Detail anschauen würde, mit Längen von, die ich brauche, um eine Speicheradresse zu adressieren und Opcodes und alles, dann würde man bei umfangreicheren Programmen relativ schnell merken, dass Register halt die Vorteile haben, dass sie mit deutlich weniger Bits angezeigt werden können. So, die Frage, wenn wir sowas wie C² haben, spricht auch nichts dagegen, alles auf einem Register zu machen. Du hast recht, genau. Wenn wir jetzt C² machen würden, dann könnten wir auch alles auf einem Register dann tun, weil die Eingangswerte in dem Moment haben wir ja dann gerade noch kurz, würden dann doppelt geschaltet. Gut, dann. Ich bin so langsam ein bisschen durch, ihr wahrscheinlich auch. Bisschen lang das Ganze. Tut mir leid, aber es waren viele Fragen. Ich habe versucht, viel unterzubringen. Wie gesagt, denkt einmal daran, es gibt ab am 5.2. ab 10 Uhr gibt es die Möglichkeit, die Probeklausur zu besprechen mit Andreas Meder und eben auch eine offene Fragestunde mit ihm. Das heißt, nutzt die Gelegenheit, die Probeklausur am besten erstmal lernen, dann die Probeklausur machen und dann mit den Fragen daraus kommen. Was ich für die Klausurvorbereitung immer empfehlen würde, ist, guckt euch auf jeden Fall die Übungsaufgaben nochmal an. Also geht da nochmal durch, guckt immer, überlegt dann im Hinterkopf haben, was ist überhaupt möglich in der Klausur. Also irgendwelche Aufgaben, wo ich groß recherchiere, kann ich ja natürlich nicht in der Klausur machen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oder etwas, was richtig, richtig ewig dauert. Damit meine ich nicht die Huffman-Bäume, ne? Also, sondern etwas, was richtig, richtig ewig dauert. Genau, merkt euch die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Formeln. Zum Beispiel Entropie solltet ihr eine Formel haben. Das Thema, dass Huffman aufsteigende Wahrscheinlichkeiten sind. Ja, wir hatten letztes Mal ja einmal eine Kodierung nach Huffman erzeugen, eine Kodierung nach Fano erzeugen. Huffman sind aufsteigende Wahrscheinlichkeiten. So, wenn wir jetzt einmal überlegen, Huffman-Bäume, vielleicht könnt ihr euch das auf jeden Fall merken. Huffman-Bäume. Bäume wachsen nach oben. Ist egal, dass die Wurzel jetzt da oben ist oder so, ne? Aber im Endeffekt habt ihr sowas da. Ihr habt so eine Eins, also ihr habt eigentlich eure Wurzel, die da ist, und ihr habt die Blätter davon abgehend, aber der Huffman-Baum wächst, also Baum wächst nach oben. Das heißt, ihr habt aufsteigende, auf,
nach oben auf aufsteigende Wahrscheinlichkeiten. Ist total dämlich, ich weiß. Das Bild ist auch dämlich, aber vielleicht hilft es euch. Das ist so meine Hoffnung. So, was haben wir noch? Genau. Übungsaufgaben sollten aber nicht alles sein. Guckt euch nochmal zumindest versucht die fundamentalen Konzepte aus der Vorlesung nochmal zu schauen. Also mindestens halt einmal über die Themengebiete dann auch durchgucken, zu schauen, was ist irgendwie jetzt, also wie Entropie mit eigenen Worten beschreiben zum Beispiel, solche Sachen. In den letzten Jahren war es meistens so, dass es irgendwo einen ganz kleinen Multiple-Choice-Bereich gab. In der Probeklausur ist auch ein Multiple-Choice-Bereich mit so ein paar Fragen. Die Multiple-Choice-Aufgaben werden, so wie ich das verstanden habe, etwas anders aussehen in der Klausur, weil die Vorgaben für Multiple-Choice-Aufgabenblöcke sich geändert haben. Aber deswegen halt der Punkt, guckt auf jeden Fall, dass ihr euch nicht nur auf die Übungsaufgaben verlasst, würde ich sagen. Die Übungsaufgaben sind euer Fundament und auch ein Großteil. Ja, im Endeffekt sind die Übungsaufgaben auch euer Haus eigentlich schon. Aber die Inneneinrichtung, das ist dann halt der Teil aus der Vorlesung. Was sich da meistens gut an, ich meine, was ich euch jetzt sage, das werdet ihr wahrscheinlich schon wissen oder 10-mal gehört haben, aber es ist meistens sinnvoll, versucht dann einfach so ein Konzept vielleicht irgendeinen Kommilitonen von euch zu erklären. Dann merkt ihr, was ihr vielleicht doch noch nicht verstanden habt und gleichzeitig hilft es auch so ein bisschen dann zu gucken, dass man vielleicht nichts vergisst. Ja. Genau, und wenn ihr euch dann vorbereitet habt, nicht nur die Probeklausur gibt es, ich weise gerne an der Stelle, ich darf das ja, ich kann ja hier quasi fast alles sagen. Ich weise mal gerne darauf hin, es gibt das Gedächtnisprotokollsystem der Fachschaft. Das heißt, guckt auch da vielleicht dann nochmal zum Üben. Natürlich wird keine Klausur genauso sein, wie die entsprechend mal irgendwie waren, aber nutzt es auch einfach zum Vorbereiten und seid dann aber auch so fair, versucht euch mit Kommilitonen nach der Klausur zusammenzusetzen und euer eigenes Gedächtnisprotokoll zusammen zu erstellen und hochzuladen. Na, das ist so eine Generation, der gibt es weiter an die nächste Studierendengeneration. Genau, das ist so das, was ich da noch sagen würde. Ansonsten war es das für mich mit diesem Semester. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, wie ich nächstes Jahr auch weitergehe mit der Veranstaltung, vorausgesetzt, die Uni möchte mich überhaupt noch, das weiß ich ja jedes Jahr immer nicht. Das heißt, es kann gut sein, dass ich auch noch mal eine Umfrage rumschicke, das würdet ihr wahrscheinlich dann über Moodle bekommen und dann würde ich euch bitten, die tatsächlich einmal dann auszufüllen kurz, weil es wirklich mir dann, und das ist dann nicht irgendwie eine Umfrage, die irgendwo versagt, sondern es wäre dann tatsächlich, weil ich gerade sehr intensiv nochmal am Gucken bin, was ich dann für nächstes Jahr, wenn ich es wieder machen darf, mit dem Tutorium, wie ich damit umgehen will. Und genau, im Moment versuche ich noch die richtigen Fragen zu finden, die ich euch dann fragen kann. Dann würde ich sagen, haben wir es. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Klausur, nicht nur RSB, auch alle anderen Klausuren. Viel Erfolg bei eurem Studium. Man sieht sich bestimmt den einen oder anderen dann im Verlauf irgendwann am ICOM mal wieder. Ja, und heute erstmal schönen Abend und gute Erholung.